White Russians, weil's geil macht. Also mich immer. Dann, wenn wir spielen eigentlich oder auch nicht. Aber das muss man jetzt auch weiter ausführen. Ist ja schon peinlich genug. Was soll ich denn sagen als Intro heute für die Session 12 der Episode 3? Eigentlich relativ wenig, denn wir sind spät dran. Wir haben ausnahmsweise am Dienstag gespielt, nicht am Montag. Das heißt, ich bin im Zugzwang. Das heißt, ich haue euch schnell ein Intro raus, mache ganz kurz einen Bezug auf den Verlauf der letzten oder der vorhergehenden Session. So sollte man es richtig sagen. Da ging es eigentlich mehr oder weniger nur darum, dass die Mädels ihre Pläne schmieden. Auch heute wird dem Ganzen im Endeffekt dadurch Ausdruck verleiht, dass die beiden wieder mal planlos durch die Gegend laufen, aber im Endeffekt doch was gerissen kriegen, dank unseres Meisters. War viel Off-Talk, ihr werdet es jetzt gleich hören, seht's uns nach. Man hat mal gute, man hat mal schlechte Tage, wo es richtig zur Sache geht oder auch nicht. Billy hält sich etwas zurück, weil alle Sachen, die nichts mit der Matrix zu tun haben, im Endeffekt nicht ihr sind. Aber dafür haut Jojo in die Vollen. Und mehr brauche ich eigentlich gar nicht sagen. Hört einfach rein, es wird ganz klasse wieder. Ich richtig, weiß nicht, wo du richtig geil machen jetzt hier. Wo steigen wir ein? Wir steigen ein am 29. Samstag, Juni, wo wir letztes Mal aufgehört haben, als ihr wieder ins Auto steiget. Wir haben heute Jubiläum. Wir haben heute den 25. Abend. Echt? Jo. Geil. So, was? 29. sagt er. Ich glaube, da haben wir aufgehört. Jedenfalls steht er bei mir. Hier sind wir. 29.06. 6D. Ich weiß leider nicht mehr, welche Uhrzeit es war, aber ich glaube, Jojo musste ja noch zurechtkommen, weil sich ja zugedruckt hat und das war dann irgendwann so früher Abend, ne? Ja, ja, wir waren schon allein quasi im Gedöns. Gut. Also so 8 Uhr, glaube ich, hat man gesagt oder sowas. Ja, wir machen jetzt einfach. Ich glaube, um 19 Uhr sind wir los. Ja. Es ist also jetzt 20.24 Uhr, circa 24 Sekunden. Es ist ja ein Samstag heute. Richtig. Können wir jetzt sagen, es ist 8 Uhr 11 und 20 Sekunden? Okay, können wir machen. Dankeschön. Warum auch immer, es passt schon. Ja, weil jetzt 8 Uhr 11 gerade ist, Mann. Ich kann mich jetzt viel besser in die Situation einfinden. Alles klar, gut. Danke. Es herrschen milde 37.000, 40.000 Grad oder sowas. Nach welcher Skala? Der Trollschen Dingsskala, keine Ahnung. Nee, ihr sitzt in der Karre, der Sprite braucht noch ein bisschen. Das neue SI-Einheit, Mensch, kennst du die noch nicht? Bitte? Ja, das ist die neue SI-Einheit, hast du gehört? Trollgrad, kennst du die noch nicht? Nee. Das heißt, Trolleinheit. Richtig, das heißt, ab 20 Grad wird alles in Tausender angegeben und so weiter. Das ist nicht, wenn es warm ist. Das ist dann quasi, wir haben jetzt 2080 NT nach Troll. Richtig. Okay. Also, ihr seid in der Kiste. Der Sprite braucht, wie gesagt, noch ein bisschen Leben. Davon müsste ich aber noch was wissen. Ihr seid in der Karrenkiste. Das Sprite braucht noch ein bisschen und es flattert gerade die Meldung rein, dass es wohl irgendwie eine. Es gab Morde. Fünf Menschen sind gestorben, und zwar Gänger, und zwar Fleischer, und sie haben den Tod erlitten, dass sie die Hände wurden zusammengebunden, dann wurden diese an einem Motorrad befestigt und dann ist das Motorrad ganz langsam losgefahren und wurde immer schneller. Und damit ist man dann eine Weile durch die Stadt gepäst. Die Polizei rät den Leuten im umliegenden Gebiet erstmal die Wohnung nicht zu verlassen. Sie ist vor Ort, um selbstverständlich einzugreifen, sollte es irgendwelche anderen Vorfälle geben. Und Experten warnen vor ausbrechenden möglichen Gangschießereien in der Zukunft. Huh. Jojo sitzt gerade im Auto, guckt das Radio an, denkt sich, scheiße. Wieso? Das denkt sie nur. Ach so. Lässt du mich, bist du heute wieder so introvertiert? Was? Ob du heute wieder so introvertiert bist? Nee, wieso? Was? Wie? Ja. Sind wir jetzt in Time? Wir sind in Time, oder? Ja, wir sind in Time. Okay. Was? Nee, bin ich introvertiert. Wie kommst du da drauf? Weil du gerade so bedrümmelt guckst. Nee, alles klar. Sie macht das Auto an.
Motorräder und Fleischer? Ja. Hat das irgendwie, also Möglicherweise mit, wohin weiß es fliegt nicht, es der? ist sehr gut möglich. Weißt du, wohin der schwule Adler fliegt? Zu seinem Zu seinem Horst? Horst. Ja. Also nichts mit den Falken zum Beispiel. Nichts. Da bist du ja sicher? Ich bin mir sicher, dass genau das passiert ist, was wir beide nicht wollten, was passiert. Du willst mir jetzt aber nicht sagen, dass wir dran Schuld haben. Ich weiß nicht, ob wir daran Schuld haben, aber wir haben auf jeden Fall dazu beigetragen. Ernsthaft? Das ist aber nicht gut, oder? Nein. Also, was heißt, definiere nicht gut, was meinst du jetzt genau? Außer, dass jetzt eine Menge Scheiße passieren wird die nächste Zeit und das wahrscheinlich nicht gut enden wird, aber Nicht gut was heißt nicht gut enden enden wird. wird, aber Ja, du willst mir jetzt ja wohl nicht sagen, dass wir einen Gangkrieg angezettelt haben, oder? wir haben auf jeden Fall gut dazu beigetragen. Wir haben die Sache beschleunigt. Wir waren ein gewisser Katalysator, würde ich jetzt mal behaupten. Oder nicht? Was ist mit, wir haben dazu beigetragen, meine? Naja, zu beigetragen, das ist, wer hat den Kronprinz Philipp umgebracht und den zum Zweiten Weltkrieg geführt, das ist wieder eine andere Frage, als das wäre auch wahrscheinlich mit was anderem passiert. Die wissen doch aber gar nicht, wer das Ja. war. Was heißt, die wissen nicht, wer das war? Die wissen nicht. Es waren genug Leute da, die hätten aus dem Fenster gucken können, die wir nicht gesehen haben, was auch immer, wie auch immer das war. Und mal ganz ehrlich, wenn man rausfinden will, wer wir sind, dann kriegt man das auch hin. Ich muss jetzt mal ganz kurz eben den SLOT fragen. Ich meine, du hattest uns ja gesagt, dass Valeria sich noch drum kümmern will, wer was weiß, wer wo war. Hatte sie sich dazu nochmal geäußert, irgendwie in irgendeiner Weise? Nee. Das ist ein Zeichen von nicht gut, oder? Nicht wirklich. Wenn sie irgendwas in der Richtung macht, zieht sie es meistens durch und erzählt nicht immer das Outcome quasi, gerade weil da ja, dass sie noch nicht wusste, dass du total geil irgendwo einbrichst und so. Und sie dachte, du bist da irgendwie reingeschüttet und was weiß ich. Wenn es akute Schwierigkeiten gegeben hätte bei dem, was sie vorhätte, im Rahmen, wo sie, ne, wenn sie irgendwas vorhat und das klappt gar nicht, dann hätte sie Bescheid gesagt. Sonst hat sie vermutlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten schon was getan. Außerdem kann es auch gut sein, dass sie sich da hauptsächlich auf dich bezogen hat und nicht auf mich. Na, sie wusste ja schon, dass du dabei warst, also wird sie sich nach beiden Ausschau, also umhören. Ja, aber sagen wir es mal so, ich kenne eine ganze Menge Leute irgendwie, die irgendwo rumgeistern und ich glaube, es ist auch ein nicht mal ein offenes Geheimnis, sondern eigentlich überhaupt kein Geheimnis, dass ich viel bei der Gang rumhänge und da irgendwie ein gewisses Band zu habe, nennen wir es mal so. Und deswegen, also ich sag mal, wer das rauskriegen will, der kriegt das raus. Naja. Bei dir wahrscheinlich eher weniger. Ah ja, ich mache mir jetzt nicht um mich direkt Sorgen, aber um dich halt, du Funzel. Warum um mich? Ja, das letzte Mal hast du einen dermaßen in die Fresse gekriegt, dass du fast nicht mehr erkannt werden wurdest, konntest. Deswegen ist ja jetzt auch alles gut. Das ist doch alles klar. Gibt's einmal eins in die Fresse für Scheiße gebaut und danach spricht man nicht mehr davon. Das ist doch okay. Bis auf die Tatsache, dass jetzt irgendwie fünf Fleischer an Motorräder von den Falcons durch die Stadt gezogen worden sind, bis überhaupt nichts mehr von denen übrig war. Da hab ich. Hä? Ja, aber das hat doch nichts mehr mit mir zu tun. Da, pass Yeah. auf. Was ich damit meine ist, um mich brauchst du dir zumindest insofern keine Gedanken zu machen, als dass ich von der Gang überhaupt nichts mehr zu befürchten habe. Also von den Falcons. Da habe ich einmal mein Fett weggekriegt und dann war gut. Und dann Ja, ist auch aber gut. Das ist Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit. Jetzt mal Hand aufs Herz hier. Also ich will ja jetzt nicht den Teufel an die Wand malen und hust, hust dem Spieler da keine dummen Ideen geben. Aber wenn jetzt quasi jemand der Gang schädigen wollte, wenn die rausbekommen, dass du irgendwie mit dem Boss verbämbelt bist, dann wäre ja quasi eins der Ziele deine Person, oder? Damit ist zu rechnen. Keine Ja, Angst, die Idee geil. hatte ich schon vorher. Ja, das ist ja wunderbar, dass du mir das gleich mal sagst. Damit ist fast zu rechnen, dass sowas passieren kann. Ich weiß nicht, ob, aber es kann. Sollen wir uns nicht wieder ein bisschen mehr mit Zappel abgeben, die Tage oder so? Ich weiß ja nicht. Ich würde ihn da ehrlich gesagt nicht gerne reinziehen. Nee, verstehe ich.
War ja auch nur so eine lachhafte Idee mal wieder Nee, von aber ich mir. meine, ich sag mal, wenn die eine Möglichkeit finden wollen, dann finden sie eine Möglichkeit und ich, weißt du, ich werde Naja. ein bisschen besser aufpassen, das auf jeden Fall, aber Scheiße. ich meine, so ein bisschen kenne ich es, es ist nicht das erste Mal, dass ich sowas miterlebe und es ist auch nicht das erste Mal, dass ich in irgendwas mittendrin gesteckt hatte und Also viel mehr Sicherheit gibt es jetzt auch nicht. nee, ich weiß. Schön. Na gut. Bedeutet für mich, wenn ich kann, Kniftepa dabei haben. Fertig. Mit welchem Auto sind wir eigentlich gerade unterwegs? Mit deinem, ne? Gut. Also hast du dann rücklich repariert, ja. Ja, klar. Nein, Na gut. also ich halte mich jetzt einfach aus dem Fleischergebiet fern. Haben wir vorhin schon gemacht und das werde ich jetzt beibehalten und Fahren wir dann heute Abend nochmal ins Wallpaper oder was? Na, keine ich. Ahnung. Ja, wir wollten auch noch mit dem Typ reden, oder? Naja, stimmt. Ich meine, das letzte Mal habe ich halt mich nicht drauf Wollen wir nicht eingelassen, erstmal weil. gucken, was rausgekommen ist bei der ganzen Aktion? Ich gehe übrigens davon aus, dass wir jetzt auf dem Weg sind. Jojo, hattest du Ja, gesagt, ne? Wir sind gefahren. es ist 7:45 jetzt, 7:40, Mädchen. Wir fahren jetzt zu dir, machen uns fertig und der Club macht ja eh nicht vor 11 auf, wenn ich mich nicht ganz Na, täusche, ne? lass doch erstmal gucken, was wir überhaupt jetzt für Daten haben. Okay, ganz kurz nochmal ein Recap mit dir zusammen. Wir brauchen einen Weg dahin erstmal. Also ich meine, was da drin ist, okay, das ist eine Sache. Die haben wir jetzt sichergestellt durch das, was wir gerade gemacht haben. Na, Das heißt, nee, pass auf, das meine ich nicht. Aber okay. wenn du hast dich doch an der Datenbank, hast dir doch an der Datenbank zu schaffen gemacht. Und da gibt es doch bestimmt auch Aufzeichnungen über die Mitarbeiter. Ah ja, natürlich, alles. Und naja, und vielleicht kommen wir halt über die Mitarbeiter an viel genauere Informationen, als wir so kommen könnten, verstehst du? Als mit jetzt mit irgendeinem Typen zu labern, von dem ich gerade mal weiß, wie der aussieht, oder du, wir wissen, wie der aussieht und zu dem wir überhaupt nichts wissen. Und da ist es doch eigentlich besser, wenn wir jetzt erstmal gucken, was wir haben. Und dann vielleicht einen Weg finden, über einen Mitarbeiter irgendwie Sachen zu kriegen. Weißt du, wenn wir ein bisschen Glück haben und da irgendwer Dreck am Stecken hat oder vielleicht bestechlich ist oder irgendwas anderes, dann kriegen wir sogar Informationen, die, naja, tausendmal geiler sind, weißt du? Nicht gut? Outgame, ich muss mal zwischenfragen. Weiß einer von euch, was ich genau gesagt hatte, ob der Typ immer Donnerstag, Freitag, Samstag oder Mittwoch, Donnerstag, Freitag in dem Ding hängt? Ich glaube, Donnerstag, Freitag, Samstag, ne? Du hast gesagt, er war auf jeden Fall da und du hast gar nicht gesagt, wann er da ist. Du sagtest immer nur, wir wissen nicht, wann er da ist. Naja, Vlad meinte ja irgendwie entweder Donnerstag und Freitag oder Freitag und Samstag, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich Passt. hab's nicht im Kopf, ganz Und ehrlich. ihr wisst Echt auch, nicht. dass Vicky euch ja reinfahren wollte, ne? Ja, aber Wisst Vicky. ihr? Das wollte ich nur wissen, okay. Vicky war sich aber auch nicht 100% sicher, wie sie da hinkommt. Sie hat in der Nähe gearbeitet, aber mehr auch nicht. Und ich würde ganz ehrlich jetzt mal sagen, aus dem Fleischerturf weit drumherum. Ihr fahrt ab jetzt immer weit um das Fleischerturf drumrum. Oder Jojo? Wir fahren sowohl ums Fleischerturf als auch ums Turf der wahren Worry rum. Oh, ja, okay. Gut. Während ihr gerade so fahrt, kommt übrigens ein holztrojanisches Pferd angerollt. Und, also Flomi, für dich nicht. Und entlädt seine Fracht. Das sind also die guten alten Krieger, die dann beginnen mit Eroberungsleitern und Kriegsmaschinen Billy zu erobern. Das heißt, die klettern an dir empor, die sind nämlich sehr klein, kriechen die ins Ohr und erzählen dir alle Geheimnisse, die ihnen der Host und die angeschlossenen Geräte so berichtet haben. Das heißt, du hast jetzt die Datenbank und kannst jetzt und Flumido auch im Spielabend-Spoilerring nachlesen und dann zusammenfassen. Das ist ganz schön viel. Das ist richtig. Über die Waren haben wir, über die Mitarbeiter haben wir. Das sind alles Norms. Und ein Ist nicht Trolle. richtig. Und ein Trolle. Aber ich glaube, es sind fast doppelt so viele Norms wie Trolle, ne? Sowas. Also Sibylle teilt natürlich die Datenbank mit Ja, klar. Jojo. Soll ich das zusammenfassen? Es geht vielleicht schneller. Mach uns doch mal einen kurzen Adler. Okay. Hallo, ich bin der Horst. Nee, ihr wisst, wo Also sich dein welche. Grill ist wirklich Das ist richtig, aber bäh. ich bin auch ein bisschen heiser. Ich weiß gar nicht warum. Also, ihr habt die Standorte von gewissen, naja, Warenpaletten oder Einteilung von Waren im Lagerhaus. Ihr wisst, dass das zu 67% befüllt ist, wie oft da jemand vorbeikommt, um was hinzubringen oder abzuholen. Ihr wisst, dass die teureren Sachen, die euch ja zum Teil doch eher mal interessieren, noch in so einem im Lagerhaus, in so einer Art, war das so gesagt, ist.
Käfigbox, Gitterbox? Du mochtest den Begriff Gitterbox nicht. Gitterbox ist schon richtig. Die sind innen nochmal in Gitterboxen, also in einer großen Gitterbox quasi verstaut. Und die ist nicht an Wi-Fi angeschlossen. Die muss man dort manuell öffnen. Also weiß man, wie die gesichert sind? Ja, mit einem MAC-Schloss. Weiß man zufällig den Code? Mit einem MAC-Schloss, den Code hast du nicht, weil es eine Karte ist. Ach, ich brauche eine MAC-Karte dafür. Und genau. Wi-Fi-technisch kann man das nicht aufmachen. Also zumindest gesagt, nicht von außen. Es kann sein, dass du innen Wi-Fi hast, aber außen steht zumindest irgendwo drin, dass das nicht der Fall ist. Zurzeit ist eine billigere und eine teurere Konsole im Bestand und noch ein bisschen anderer Kram, die man gut verkaufen kann. Ihr schätzt, dass man schon durchaus auf dem Verkaufspreis, also so wie es der Konzern anbietet, von 23.000 kommen kann mit zwei Rucksäckchen, wo man da Zeug mit rausschafft, plus dem ganzen Scheiß, den Jojo vielleicht noch für Eigenbau mitnehmen wollte. Wenn ihr schnell seid, ihr habt ja jetzt ungefähr die Stellen im Lagerhaus, wo der Kram ist und könnt euch das ja dann überlegen, wie ihr es macht. Je nachdem, wie ihr plant, wie viel Zeit ihr halt habt, ne? Wir haben Ex-Pornstar. Ja, genau, dann awesome. Mitarbeiter. Wenn du als Mitarbeiter 3 Wochen oder mehr krank bist, bist du raus. Wenn du schwanger bist, bist du raus. Das wird nicht immer durchgezogen, bei sehr zuverlässigen Mitarbeitern nicht, aber sonst schon. Alle Norms arbeiten, das ist ja nicht nur ein Lagerhaus, das ist ja auch ein kleines, das heißt kleines Gebäude, ist schon ganz schön groß. Produktion und technisches Design und kriegen auch gut Kohle, so 1700, Trolle kriegen nur 1300. Du hast so 1, 2, 3, 4, 5 Menschen, die da arbeiten. Einer davon ist Chef. Die ersten zwei, die ihr dort seht, die arbeiten Montag, Dienstag und Mittwoch. Ihr wundert euch vielleicht, warum da keine Zeiten stehen. Das kommt daher, weil die 24-3 quasi arbeiten. Arbeiten also 72 Stunden. Moment, darf ich? Also die hauen sich Longhaul rein, arbeiten von Montag bis Mittwoch durch? Und dann dürfen sie einen Tag pennen. Na supi, das ist ja ein richtig. Tolles Leben. Ihr habt dort die Wohnorte immer. Ihr habt so ein paar Sachen, wenn halt der Konzern irgendwas sich vermerkt bei den Leuten. Das werde ich jetzt nicht alles aufzählen. Ja, Frau Orlowski, und natürlich musste der Name sein, ist ein Ex-Pornstar. Und ihr habt den Chef, der nur sonntags kommen muss und dafür ordentlich 2400 Millionen bekommt. Und da ist halt 2 Mitarbeiter, die Donnerstag, Freitag, Samstag da sind. Bei den Trollen, das sind 3 Stück, da ist quasi immer einer pro Tag da. Quatsch, da ist einer Montag bis Mittwoch, einer Donnerstag bis Samstag und einer Sonntag da. Die sind A, dafür da, dass wenn man was im Lager braucht, können die das per Hand rausholen, und B, so Sicherheitsleute, aber die sind, also die haben alle eine Fortbildung im Bereich Selbstverteidigung erhalten und einer hat noch ein bisschen mehr, aber das sind keine Sicherheitstrolle, das ist, naja. Mal, ach ja, die sind ausgerüstet mit leichter Panzerung und einem Taser. Da hast du bei einem nur das Gehalt hingeschrieben, ne? Ach ja, wenn da das Gehalt nicht steht, dann sind das immer 1300, weil das ganz oben steht. Also quasi Gehalt steht nur da, wenn das anders ist als quasi das, was ganz oben steht. Also der erste Mensch kriegt auch ein bisschen weniger. Mhm. Genau. Und das machen die Trolle da. Was noch mit hervorgeht, ist, dass die Fluktuation von Mitarbeitern relativ hoch ist. Also gerade die Trolle, wenn der Smog ungünstig steht oder wenn die Giftgase aus dem Südwesten ranziehen, vertragen das nicht immer gut. Bei schwerer körperlicher Arbeit kannst du auch nicht immer einen Atemfilter tragen. Die sind da schon relativ häufig mal raus. Könntest genau. Du bitte die Vögel in deinem Hintergrund noch abschießen? Ich mach mal das Fenster zu. Alle tot. Juhu! Achso, die ganzen Leute leben in Donskoi in mehr oder weniger guten Gebieten. 2 Leute leider am Fleischerturf. Ups. So ein Zufall. Naja, Donskoi ist halt groß, ne? Im Troll- und Zwergenghetto lebt der Makarov, der einen Streit mit der Frau Orlowski hat. Die Frau Makarov. T. Die ist eine Frau. Ah! 40 weiblich, ah ja, 40 W, ich sehe gerade, genau. Entschuldigung. Das ist ja kein Ding. Entschuldigung, falls ihr noch irgendwelche Infos zu denen braucht, müsst ihr sagen, aber das fiel mir als erstes ein, was man dann so in der Konzerndatenbank haben könnte. So, also was jetzt die Riga-Konsole, und da ist eine im Normalpreis 6.000, eine im Normalpreis 1.000 drin. Und ein Haufen anderer Shit, das weiß Jojo dann, was zum Beispiel an Sensorik, was an Sensor-Upgrades und so viel Geld bringt, was an Drohnen-Kleinteilen oder kleinen Drohnen Geld bringt, das ist klar. Das habe ich nicht alles angegeben, weil das ist halt alles ein bisschen größer, und so eine Riga-Konsole ist halt ein iPhone und ist 6.000 wert unter Umständen. Darf ich dich ganz normal, und zwar sagst du hier circa 23.000 Verkaufspreis, nicht Schieberpreis, ist klar, verstehe ich. Also, sagen wir mal, wenn wir jetzt mal gut wollen, dann wäre... verkauft es für 23.000 an Leute, ist was klar. Ihr habt. Und wenn wir das verschieben wollen, dann wären es vielleicht 10.000, sagen wir mal. Je nachdem, was Wiki raushandelt, weiß ihr Kontakt ist.
Ist klar. Allerdings ist die Frage, sind da die Riga-Konsolen schon bei? Die sind damit bei. Aha, okay. Also das wären beide sind damit bei quasi. Also 7K für die Riga-Konsolen plus anderer Kram plus Jojos Kram bringt uns auf Also das wäre 23K. übrigens das wäre so der mittlere Fall, je nachdem, wie viel Zeit ihr habt, von dem, was ihr euch vorstellen könnt, so in 10 Minuten könnt ihr euch das Zeug zusammensuchen, circa. Wenn ihr so viel Zeit habt. Bei 23K und dann 10K, das ist aber über 50% Verlust, schon eine harte Ansage. Ich habe nie Naja, von 10K geredet. ich habe jetzt nochmal einen Ach so. Schwellenwert als erste Näherung genommen. Es tut mir ja leid. Das musst dir nicht leid tun, weil Flummi vor 3, 4 Folgen genau dasselbe gesagt hatte in Time. Es tut mir trotzdem leid. Darf ich mich entschuldigen? Ja, bitte. Bei euch beiden, ich möchte mich entschuldigen. Hiermit entschuldige ich mich. Das nehmen wir sehr wohlwollend zur Kenntnis und nehmen deine Entschuldigung auch an. Dankeschön. Das ist sehr gütig von euch. Ich gelobe auch Besserung. Das war das Mindeste. Hey, hier, Kollege. Ja, Achso, jetzt ihr wisst. kommt inzwischen bei Jojo an, ihr braucht eine Weile, um das zu studieren. Ja, wir Oder wenn machen ihr zu ja. Jojo wolltet, ne? Ich denke doch, wenn sie fährt, oder? Passt. Wobei wir jetzt mal zu Billy in die Wohnung kommen könnten, wobei ich mir noch gar nicht ausgedacht, wie meine Wohnung aussieht mittlerweile. Wir sind bei Jojo. Sollen wir versuchen, nett zu sein oder sollen wir versuchen, asozial zu sein? Inwiefern jetzt? Naja, also ich sehe da zumindest schon mal hier Makarov, ne? Kriminelles Sinn, Vandalismus, Körperverletzung etc. pp. Ach, du Wäre möchtest zumindest jemanden sein. Erpressung Ja. drin und eine Möglichkeit zu sagen, hier, pass mal auf, wenn du nicht spurst, dann werden seltsame Dinge passieren, die auf jeden Fall auf dich zurückzuführen sind. Tschüss, Job. Ganz ehrlich, das müsste man erstmal aussondieren, wie der drauf ist, ob der noch kriminell irgendwie unterwegs ist oder ob der mittlerweile sich 180 Grad gedreht hat. Vorurteile. Bitte was? Die. Ach, die, ja, Die. die Makarov natürlich. Ja, also wie gesagt, Vorurteile, müssen wir. aber eigentlich will ich nicht so asozial sein. Nee, ich würde auch lieber gerne einen Weg einschlagen, der uns nicht zu sehr wieder auf den Präsentierteller irgendwie ruckt. Also wir haben jetzt schon genug angestellt, glaube ich. Gerade wenn man in Bezug jetzt sieht, was die Nachrichten wieder gebracht haben. Nichtsdestotrotz, im Endeffekt, was ich jetzt mich drum kümmern kann, ist, dass ich noch versuche, ein bisschen was über die Social Aspects von den Leuten rauszubekommen. Also halt gucken, wo die sich rumtreiben. Aber, Na, es wäre halt wichtig, ob da zum Beispiel jemand Kinder zu versorgen hat, ob da jemand irgendwie. Kinder Ne? sind ein Kündigungsgrund und das wird tatsächlich durchgehalten. Das heißt, wenn jemand, also wie, du hast ja geschrieben, das heißt, wenn jemand schwanger ist oder aber schon Kinder hat, dann wird gekündigt. Also Leute mit Kindern werden gar nicht das aufgenommen und Leute, die Aha. Kinder kriegen, sind raus aus der Nummer. Es sei denn, die sagen, ich möchte es sehr gern sofort abtreiben. Dafür kriegen sie dann auch mal einen Tag frei, ja? Und auch die Die kriegen sogar die Drohnenabtreibung. Abtreibung bezahlt. Abtreibungsdrohne. Echt? Das stimmt, genau die. Da waren wir doch schon mal. Gut. Die Abtreibungsraupe. Ich hätte da Kleiderbügel zugesagt, aber da waren wir schon Ich mal. stelle mir gerade irgendwie so ein Handrührmixgerät vor. Ich war gerade noch beim sexuellen Belästigungspanda gedanklich, deswegen war ich dann im selben Atemzug, weil da wollte ich ein anderes Tier haben und dachte dann, ich nehme die Abtreibungsraupe. Also eine, die selbstständig in dich einkriecht quasi und den Fötus absaugt. Ja, oder frisst oder zerbeißt oder zerstückelt oder wie auch immer. Ja, aber das wäre dann zu blutig. Jetzt können wir bitte mal wieder zurück zu White Nachrichten. Russian, sehr geschmackvoll. Nicht. Negier das bitte. Wieso? Schmeckt doch lecker. White Ja. Russian mit einem Sinn für Blutwurst. Oh, nee, du. Föten sind aber keine Blutwurst. Das ist ja auch Nein, aber die eher Raupe, wenn sie rauskommt. Hacke Petra. Nur wenn du sie einen Namen gibst, der Petra heißt. Okay, können wir jetzt wieder, bitte. Wow! Das lässt tief blicken, wie mein Dekolleté heute. Deswegen, also ich weiß jetzt nicht genau, wie viel wir tatsächlich. Kriege ich denn über die Datenbank denn noch irgendwas wie Einrichtungspläne raus? Also sprich, wie das der Ganze da aufgebaut ist, wo die Sicherheitslagen sind, also sprich Pläne oder irgendwas sind nicht dabei? Warte, 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 warte. Geht gleich Meisterlein? los. Ja, bitte. Stress dich jetzt nicht. Jojo wird nebenbei irgendwie anfangen, einfach mal das häufigste soziale Netzwerk irgendwie nach denen zu durchgucken, um einfach mal darüber zu schauen, wer da irgendwie bla. Wer da irgendwie bla, Na, natürlich. wer da was macht und ob da vielleicht noch irgendwas ist, weil im Moment, wenn das alles Sachen sind, die im Konzern bekannt sind, dann mehr als ihm dann vielleicht nochmal was unterschieben, fällt mir dann auch nicht ein. Wenn der Ex-Pornstar
Ex-Pornstar ist, dann und der Konzern das weiß, kann man ihn damit auch nicht mehr kriegen. Die macht doch garantiert noch hier, wie heißt denn gleich wieder? Bambrummibär mit. Nicht schlecht. Amateurporn hatte ich jetzt eher gedacht. So ja, aber Park, das ist ja Parkhaus-Sex und So, ihr habt einen Link im Co-Sketch. Oh, wir haben Co-Sketch. Warte. Ah, okay. Jetzt müsstest du noch ein paar Wörtchen dazu sagen. Ja, ich kann es aber auch dran schreiben gleich. Na, ist egal. La, W. Hey. Ja, natürlich. Also, pass auf. Straße. Ja, die Straße ist schief. Das komische Drumherum ist natürlich ein Zaun. Das ist eine ganz krasse Angelegenheit, ne? Ist das ein Stacheldrahtzaun? Ja, da ist oben Stacheldraht drauf. Kann Willi mich darüber schmeißen? Willst du es riskieren? Er ist schon hoch. Ich bin kein Zwerg, also kann man mich schmeißen. Zäune sind meistens höher als Trolle, von daher ist das so eine Sache. Passe ich zwischen dem Stacheldraht durch, weil ich so klein bin? In deinem jetzigen Zustand nicht, aber frag doch mal Zappel, ob er dir dabei hilft. Es ist natürlich ein Maschendrahtzaun mit Stacheldraht, wo du nicht durchpasst. Moment, entschuldige bitte, ich möchte an der Stelle was anmerken. Maschendrahtzaun ist eine Waffe und deswegen musst du es entsprechend Maschendrahtzaun. Dankeschön. In the morning. So, diese komischen Vierecke mit den vier lustiglichen orangen Pfeilen sind große Scheinwerfer. Die sind groß und vermutlich auch hell. Die ganzen Kreise sind Kameras, der Rest sind Türen mit unterschiedlichen Schlössern, die ich selbst jetzt mal nachgucken müsste. Welche Reichweiten haben die Kameras? Wissen wir nicht, wir waren noch nicht da. Selbst dann ist es fraglich. Die sind beweglich und die Reichweite ist halt schon irgendwie 6-7 Meter. Sorry, Wi-Fi-Kameras? Selbstverständlich. Juhu. Ist da noch irgendeine zusätzliche, wissen wir das, fällt mir gerade ein, ist da noch irgendeine zusätzliche Sicherung am Stacheldrahtzaun oder am Maschendrahtzaun, dass man die nicht durchschneiden kann, oder geht das mit einem einfachen Drahtschneider? Das ginge mit einem einfachen Drahtschneider. Gut. Wachfirma zuständig für den Laden ist? Haben sie nicht. Die wie gesagt, die Trolle machen das selber. Die haben ein bisschen Panzerung und die haben einen Selbstverteidigungskurs und alle Mitarbeiter sind berechtigt, einen Taser zu tragen. Entschuldigung, ganz kurz nochmal, Jojo, was für Granaten hatten wir nochmal von Machina vermacht bekommen? Oh, warte. Das waren Blitzgranaten und? Ich glaube, so Blendgranaten waren das. Ja, er hatte irgendwie, glaube ich, Betäubungs- und Rauchgranaten, wenn ich mich nicht ganz irre. Oder so. Betäubung finde ich klasse. Ach warte, ich muss doch nur meinen Charakterbogen gucken, habe ich mir doch alles aufgeschrieben. Übrigens, das Große ist natürlich das Lagerhaus, das Kleine ist die Fertigung und Ö ist so Fressausschank aus dem Automaten und Klo. Wobei interessanter, aber dann doch nicht so verwunderlicherweise, das Klo für Menschen innen liegt, während das Klo für Trolle einfach aus baulichen Gründen ist quasi so eine Art Wellblech drüber gespannt und so vier halb durchsichtige angefressene Plastikwände. Die haben so eine Art Dixie-Klo. Das ist racist. Natürlich sind das alles Racists. Hey, wir können voll den Aufstand anzetteln. Finde ich jetzt nicht so eine gute Idee. Also wir haben eine Möglichkeit zum Beispiel, dass wir quick and dirty reingehen. Das heißt, die Wachtrolle irgendwie trollig machen und die Angestellten, die werden ja wohl keinen Helden schieben wollen da, oder? Damit die sich trollen, meinst du? Aber die Bullen sind doch ratzfatz da. Meinst, also eben... Ja genau, es gibt einen Panic-Button für die Bullen. Klar. Reaktionszeit für den Panic-Button. Wissen wir oder wissen wir nicht? Sag doch einfach ganz kurz. Das überlege ich ja gerade noch, weil ich es vergessen habe. Das wisst ihr nicht, aber... Hat jemand von euch irgend so was, eine Wissensfertigkeit? Ich glaube Polizeiprozeduren. Sicherheit. Polizeiprozeduren. Warte, ja, Polizeiprozeduren habe ich. Na, hau mal raus mit Logik. In der Gegend, nicht so hardcore, oder? Täusch dich nicht. Ah ja, da waren so viele Konzerne und das ist ja noch dazu zum Leichen. Zwei Erfolge. Drohnen, 5 Minuten, Streifen 10 bis 15. Je nachdem, wie laut der Radau ist, ne? Okay, reicht mir eigentlich nicht. Ich würde möglichst unauffällig gerne bleiben wollen, damit wir irgendwie unseren Kram zusammenkriegen, damit sich das Ganze auch lohnt. Und ich habe gerade in der jetzigen Situation eigentlich keine Lust, mich auch noch irgendwie auf Teufel komm raus mit dem Bullen anzulegen, ehrlich gesagt. Hör mal, Schätzelein, wie heißt denn gleich wieder? Vicky hatte doch gesagt, wir sollten vielleicht als Kanalarbeiter da aufschlagen. Wie wäre es denn, wenn wir durch die Toiletten dann reingehen und gar nicht uns mit dem Zaun aufhalten? Durch die Toiletten? Ja, passen wir nicht durch. Trolltoiletten passen wir nicht durch. Das sind Dixies. Na, Moment. Ihr wisst nicht, also
Höchstwahrscheinlich werden die, ich habe gesagt, so vom Aufbau Dixies, höchstwahrscheinlich werden die an die öffentliche Kanalisation angedingst sein. Es ist bloß halt nicht komfortabel im Gegensatz zu dem, was die Menschen haben. Ich glaube außerdem nicht, dass wir trotzdem durch die Rohre durchpassen, denn auch wenn vielleicht die Rohre ein klein wenig dicker sind, werden sie nicht so dick, allein weil die schon keinen Bock haben, dass da irgendwelches Viehzeug hochkommt. Aber wir können zumindest gucken, ob es da irgendwelche Zugänge gibt, weil die Braucher haben ja bestimmt auch Abflusswasser und all solche Späßchen, das irgendwo rein muss. Das geht ja in dieselbe Richtung. Ja, stimmt. Kanalarbeiter, klar, in das Gebiet auf jeden Fall. Und um uns das Ganze vielleicht einmal anzugucken, also wie das da generell so aussieht, also so in, richtig anzugucken, weißt du. Aber ich würde gar nicht Kanalarbeiter, sondern irgendwie, ich würde da ehrlich gesagt als, keine Ahnung, Inspektion, Elektroleitungen oder sowas würde ich gehen. Weil dann können wir uns nämlich zum einen mal angucken, wie das da ganz mit der ganzen Elektrik aussieht und sowas. Und uns vielleicht sogar eine Möglichkeit schaffen, wenn wir danach noch rankommen, wenn alles schief geht, die Leitung zu kappen. Also da würde ich jetzt nicht glauben, dass das so gut ist. Da denke ich, ist doch die Bullerei viel eher da. Und der technische Service, der richtige technische Service, nicht wir. Ja, aber das ist ja auch nicht zum Reinkommen, das ist nur der Notfallplan. Wenn wir drin sind, irgendwas richtig schief geht und dann einmal ab dafür, dann ist die Verwirrung wahrscheinlich groß genug und da ist dann erstmal irgendwie halt die Teil und dann kommen wir vielleicht raus. Es ist nur zum Rauskommen. Tja. Meisterlein, wie sieht denn das aus, wie, wenn da mal irgendwie wirklich so eine Stromleitung durch ist oder sowas, wie reagiert man denn dann so? Da wird es Evakuierungspläne geben, oder? Naja, für einen Stromausfall werden sie vermutlich noch keine Evakuierung haben. Sicherheitspersonal, wenn es geschult ist, nimmt so etwas als Möglichkeit des Einbruches wahr und alarmiert sich. Weil, ob die als Sicherheitsmenschen zählen können, weiß ich nicht. Es wird natürlich Servicepersonal, gerade in so einem Gebiet, wo Industrie ist, wird eher mal Servicepersonal schon kommen. Die brauchen da bestimmt nur also 20 Minuten, weil noch andere betroffen sein könnten in Zukunft. Die meisten Probleme sind ja auch, also viele Probleme sind ja auch nicht mehr zwingend leitungsbedingt. Und es gibt Drohnen, die zum Teil schneller vor Ort sein können, die da schon mal zumindest gucken können, sodass die Leute wissen, was sie machen müssen, sobald sie ankommen. Aber du hast vermutlich schon so 15, 20 Minuten, bis da jemand mal aufkreuzt. Solange ihr die Leitungen von ausschließlich denen, die habt, wenn irgendwas Wichtiges betroffen ist, natürlich schicken die ihre eigenen Leute runter. Ja klar, aber das ist jetzt erstmal nur eine Idee. Also das, was ich weiß, werde ich an Billy so weitergeben, ne? Na klar. Ja gut, wir machen jetzt gerade Schlachtplan, das heißt, wir scheren alles miteinander. Wie immer. Im Team wird alles sogar geteilt. Sogar die Schlüpfer. Was? Im nee. Team wird alles geteilt? Aber natürlich. Nee, die wären mir auch zu groß. War denn meine Kugeln? Meine Vaginalkugeln? Bitte was? Die werden geteilt, die Vaginalkugeln. Also deine Liebesperlen oder was? Sehr schön. Hör mal. Und die Buttplugs. Zwei Leute Montag, Dienstag, Mittwoch. Zwei Leute Donnerstag, Freitag, Samstag vom technischen Personal, von der Produktion. Drei Leute sind es eigentlich immer, oder? Nö, du hast geschrieben. Der ist zwei Montag, Menschen Dienstag. Und ein Troll. Jetzt lass mich doch mal ausreden hier. Ich hab gesagt, technisches Personal. Entschuldigung, ich halt die Fresse. Freundchen, ich zieh mir Kamera ab. Ja, bitte. Er ist nur aufgeregt, deswegen redet er dir dauernd rein. Also Montag, ja. Dienstag, Mittwoch haben wir zwei Leute vom Technischen. Wir haben Donnerstag, Freitag, Samstag zwei Leute vom Technischen. Und sonntags immer nur ein vom Technischen. Und dasselbe gilt für den Sonntag für die Lagerarbeiter. Das heißt, ich denke mal... Sonntag ist der beste Tag. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber wir müssen uns mal vielleicht anschauen. Dieser Baronov gegen die Makarov, gegen den Sorokin. Was, wo? Hat man mich jetzt nicht verstanden, der, oder was? Ja, das klang alles so gleich irgendwie und bei dir im Hintergrund ist irgendein Gedönse. Jo, weil meine Frau jetzt gerade meint, sie müsste die Küche auf den Kopf stellen, Alter. Also Baranov, männlich, 22, arbeitet Montag, Dienstag, Mittwoch, generell gute Arbeitsleistung, vorgeschlagen für Weiterbildung, Vergünstigung und so weiter, er hat aber nie bekommen. Kam immer was dazwischen, könnte also frustriert sein, gilt als genau fast pedantisch. Okay, Makarov, 40 Jahre, seit 6 Monaten arbeitet dort, krimineller Sinn, Gehalt 1100, also braucht die Kohle. Sah der Arbeit bei Fletcher unauffällig, Unstimmigkeiten zwischen ihr und Orlovski vermerkt, Wohnort Donskoy im Trollzwergen-Ghetto, aha. Und dann Sorokin, unauffällig, seit 7 Jahren arbeitet der ist ziemlich treu, denke ich mal.
Mehrere, ja, das ist der Sonntagstyp. Das ist, glaube ich, auch, ich glaube, Sonntags arbeiten deshalb weniger, weil das irgendwie die Typen sind, die A, relativ treu sind und zum Zweiten relativ gut sind im Verhältnis in dem, was sie tun. Sonntag Ja. arbeitet der Chef, ne? Ja, der Nikitin und der Sorokin. Ich würde nämlich nicht unbedingt sagen, dass Sonntag der einfachste Tag wird. Ja, hast recht. Also ich würde mich eher mal auf Marakov konzentrieren, weil die eine kriminelle Sinn hat, erstens. Zweitens hat es eine Unstimmigkeit mit der Orlowski. Die Aber Orlowski ist. Körperverletzung im Alter von 22, das ist ewig her. Die ist 40. So und? Das sind 18 Jahre her. Alter, für einen Troll ganz schön alt ist die Alte, ne? Keine Ahnung, wie alt werden denn Trolle Nicht bei so dir? alt. Laut SR 40, 45 bis 55 bei mir, wenn sie gute Lebensbedingungen haben, auch gerne ein bisschen älter. Die Die lebt wohnt im im Troll-Zwergen-Ghetto, also Ghetto. wird sie vielleicht 45. Vermutlich. Ja, bei Also, der kommen wir ne? mit Geld bestimmt auch weiter. Der Jerschow und die Orlowski werden dann seit 3 Jahren unauffällig wohnort bei den Fleischern und die andere ist ein ehemaliger Pornostar und die hat die Unstimmigkeit. Also für mich ohne Witz Donnerstag, Freitag, Samstag. Also ich würde echt da mich auf diese drei Zielpersonen, das sind zwei Frauen, das heißt schon mal ein Plus für uns, weil wir uns besser mit denen verstehen können, plus, keine Ahnung, nicht der Chef. Und beim ersten, beim Baranov zum Beispiel, generell gute Arbeitsleistung, vorgeschlagen für Weiterbildung, bla bla. Dann der andere Typ hier, der Lazarev, wo montags, dienstags, mittwochs arbeitet, seit 1,5 Jahren, extra gutes Gehalt, gute Arbeit, gute Noten bei der Arbeit, gute Arbeitsleistung, vorgeschlagen für extra Urlaub und Vergünstigung. Okay, Abmahnung und hat Schulden. Okay, das ist eine Sache. Allerdings nichtsdestotrotz noch der andere unauffällig, frühe großes Talent in der Jugendliga. Okay, nicht so wichtig. Aber relativ unbeschriebene Blätter, sage ich mal. Also ich würde wirklich jetzt so vom meine Balls her würden sagen, Donnerstag, Freitag, Samstag. Also tendenziell gebe ich dir recht. Was ich aber vielleicht noch gucken wollen würde, ist, ob man was, oder vielleicht wenn du Lust hast zu gucken, ob du was in der Matrix über die rauskriegst, von wegen hier sozialen Netzwerk, ich bin gerade am Suchen, aber so richtig finde ich da nichts, weil ich es aber auch nicht wirklich gut kann. Und vielleicht findet man da noch irgendwas, womit die sich so beschäftigen, was die beschäftigt, wie auch immer. Also da ist, ich überlege halt gerade bei den Infos, die wir haben. Wo Angriffspunkte sind und wie wir die Leute auch kriegen, so wie sie denn brauchen und wenn wir mit ihnen reden. Bei dem Typen, dieser Baranov, wenn der als sehr pedantisch gilt, kann oder als genau gilt, kann sehr schlecht für uns sein, aber wenn der immer weiter vorgeschlagen wurde und es eigentlich Schemen gibt, nach denen die Mitarbeiter bestimmte Vergünstigungen erhalten sollten und er irgendwie der Meinung ist von sich selbst, dass er gute Arbeit leistet und dann immer was dazwischen kam oder nie irgendwie Vergünstigungen bekommen hat, dann kann es halt gut sein, dass er eben genau wegen dieser, was ist denn das Ding jetzt zu, das Hauptwort zu pedantisch. Das P Hauptwort. Pedanterie? Nee. Pedantismus? Nee. Du meinst den Infinitiv? Nein, ich meine das Nomen. Zu Der pedantisch. Pedantie. Pedantetourismus. Pedantie, nein. Keine Oder Ahnung. Wie ist denn Pedantik. das? Pedinosa, es ist Pedinosa. Pedinosa, ehrlich. Nein. Keine Ahnung, Also, ist du auch bist doch egal. ein Okay, ich Horst will es heute jetzt wieder. wissen. Wir sind doch hier, wir haben doch einen Lehrauftrag, Mensch. Pedantik, Richtig, das kommt. deswegen. Pedantik. Ich will doch nicht die blöden Beugungen Pedanterie haben. ist schon richtig. Pedanterie, ne? Ha! Cool. Oder kann man aber nicht aussprechen, also Pedanterie ist es auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, der wird sich an die Regeln halten. Der kennt. Ja, klar. Aber wie gesagt, es kann sein. Ich sage nicht, der wird sich wahrscheinlich an die Regeln halten, sage ich gar nichts gegen, aber es ist möglich. Wir wissen ja nicht, wie besessen er ist. Weil pedantisch ist schon hart und eigentlich kann es halt gut sein, dass er da möglicherweise, aber ich glaube, dann wird er mit uns nicht können, weil wir irgendwie beide Also nicht so spätantisch sind. nicht nur nicht so seriös wirken. Also Also du bitte. kannst, wenn du willst. Ich wirke nicht seriös. Ja, dann Ich muss würde ich erst mal doch dreimal mal. mit den Leuten reden, ehe die mich ernst nehmen. Oder die Schrotflinte rausholen. Aber das ist ein anderes Thema. Jeder mal Konfetti. Ja. Zusammen mit Honigsirup. Ahornsirup. Wie auch immer. Spielleiter erst. Ja, bitte. Ich möchte dann eine Matrix-Süchlein,
Ja, Flummi, du kannst mit Billy eine unterstützende Probe machen, wenn du willst, weil du schon angefangen hattest. Okay. Intuition und Computer. Oh, da war ich ja so gut drin im Computer, ne? Ja. Wenn du willst. Ja, klar will ich. Warte, Na ich dann, gebe dir, gib ihr den dir meine Patzer. Unterstützung. Ich geb's dir. Geb's dir. Ah, 7. Irgendein Plus, Minus noch dazu. Wenn du VR willst, plus 2. Ich bin jetzt bei Jojo. Jojo, dann kann ich kurz abtauchen, oder? Das ist richtig. Und halt das plus Jojo dir gleich gibt. Plus 5 insgesamt. 5? Warum 5? Hä? Sie hat Nee, drei Moment. Erfolge. Naja, plus 2 VR, plus 3 von Jojo. Ach so, ja, dann stehen ja Warte 12, mal, was hast genau. du, Computer? Ich hab Computer 2. Und das? Computer 3. Ah, komm, plus 5. Wenn Jojo schon mal einen guten, wenn Flumi schon mal einen guten Wurf hat, weißt du. Vielleicht ist mir das Würfeltool ja wohler gesonnen. Moment. Das ist Du durchaus hast möglich. 5, 5, 6 hast du ja immerhin. Also 3 Erfolge und jetzt kommen nochmal 12 oben drauf. Das sind nochmal 3 Erfolge. Gut, von oben nach unten nicht jedenfalls. Und das wird nicht ganz von oben nach unten sein. Na egal. Lazarev. Moment. Das ist der ganz oben bei euch. Das ist der Mensch mit den Abmahnungen in letzter Zeit, der 2000 Millionen Schulden hat. Aha. Der hat in mehreren sozialen Netzwerken was. Der ist ein übelster Brandon Task-Fan, wie so viele, aber das ist nicht schlimm. Er ist ein übelster Brandon Task-Fan. Er hat bei seinen sozialen Netzwerken, besonders bei einem, bei dem Horizon-Netzwerk, hat er ganz viele eigene Posts gelöscht. Und nach einer Weile haben sich ein paar Freunde von ihm gemeldet, die sich in letzter Zeit nicht mehr gemeldet haben, so in den letzten 2 Monaten, was mit ihm da los war und was eigentlich abgeht bei ihm. Und Billy findet dann noch irgendwann, wenn man dann einen von den Freunden anguckt, wo der so überall was hingeschrieben hat, in einem Forum zur Selbsthilfe oder Anleitung zur Selbsthilfe. Genau, also eine Kopie vermutlich von einem Post von ihm, wo sowas drinsteht wie: Ich danke euch total. Ihr wart so super. Für euch mache ich das. 25.000 Leute. Ich weiß nicht, was ich ohne euch machen würde. Geil. Einfach nur geil. Ich kann das nächste Album nur mit eurer Unterstützung weiterführen. Und das gibt mir alles. Danke. Und so ein Scheiß ab und zu mal. Und was sie da machen könnte und was mit ihm los ist und dass sie Angst hat, dass sie den Bezug zur Realität verliert. So was Tolles. War auch auf dem einen Brandon Task-Konzert vor ein paar Jahren tatsächlich. Das war wohl sehr teuer. Aber naja, was will man machen? Hat er sich wohl irgendwie Geld von seinen Eltern geliehen? Ist ja jetzt auch nicht so interessant. Warte. Was hatte ich noch? Ah ja, der Troll ganz unten, der nur sonntags arbeitet, versteht sich deswegen ganz gut mit Lazarev, weil er auch ein übelster Brandon Task-Guy ist. Die waren auch mal zusammen eine Weile im Fanclub, aber das hat den wohl beiden nicht so viel gegeben. Hat sich auch schon ein paar Mal mit ihm, also mit Lazarev, getroffen und die haben da irgendwie ein bisschen Musik gehört und halt gequatscht, ein paar Bierchen getrunken. Scheinen wohl ganz gut miteinander zu können. Und ganz im Gegensatz natürlich zu dem ersten pedantischen Troll, der so gar nicht mit Lazarev kann. Da gibt es wohl auch gewisse Spannungen auf Arbeit. Die haben nicht so richtig Bock aufeinander. Baranov, wie meinst du jetzt? Ja, Baranov. Genau. Und auf die Frage hin, von irgend so ein paar Troll-Buddies von Baranov und anderen Metas, warum er sich die Behandlung dort gefallen lässt, obwohl er übelst gute Arbeit leistet, dass er einfach nicht befördert oder irgendwas anderes wird, weil er ein Troll ist, meint er, dass es keinen Sinn hat, sich aufzuregen. Er wird erstmal keinen besseren Job kriegen mit seinen Qualifikationen. Und es ist halt, es kommt so durch, er will halt besser sein als der kriminelle Abschaum. Es ist nicht schlimm, Meta zu sein, um Gottes Willen, aber es ist schlimm, kriminell zu werden, solange man eine andere Möglichkeit hat. Und nur durch gute Arbeit und konstante Leistung lässt sich das Klischee des dummen Trotteltrolls irgendwie ausheben. Und deswegen wird er weiterhin exakt seiner Arbeit nachgehen. Er wird es zu etwas bringen, auch ohne Autos zu knacken. Gut, den streichen wir von der Liste. Glaube ich auch. Plötzlich. Es sei denn, oh nein, ich will nicht so asozial sein. Ja, natürlich nicht. Also Leute irgendwie den halben Körper aus dem Dings blasen, ist okay, aber ansonsten, ihr wisst ungefähr den Musikgeschmack und ein paar Bars von den Leuten, das habe ich nicht alles notiert, wo die rumhängen und so. Also ihr habt Hangouts von denen und ihr kennt ein paar Freunde, wenn ihr das wollt. Große Mega-Interessen von denen, die als unauffällig beschrieben sind, findet man jetzt auch nicht irgendwas, wofür sie sonst was machen würden. Okay, Ich meine, ihr habt immer so ein paar Sachen, aber ja. wo finden wir denn den Jaschow, die Orlowski und den, nee, die Makarov? Wo finden wir die denn? Jaschow und Makarov.
Und die Orlowski. Okay. Ach ja, und dann habe ich Also. noch eine Idee, die kannst du mir dann gleich beantworten, wo ich Porno über die Orlowski finde. Also nein, eine Pornografie quasi. Die hat doch also wie eine Diskografie oder eine Filmografie, Ist eine überhaupt Porno. kein Problem, die kannst du sofort einsehen. Also, das ist auch öffentlich und die war da. Ja, das heißt, also die war kein Pornstar, aber die hat schon in ein paar Produktionen mitgespielt, die offensichtlich ihr auch Geld gebracht haben. Die nicht nur, ne? Also sie konnte sogar eine Weile lang von diesem Business leben. Jaschow, findet man gern, so außerhalb des Fleischertürfs, das wollt ihr ja wissen, im Smokers Club für echte Gentlewomen. Da ist sie fast jeden Abend, an dem sie nicht arbeiten muss und hat da wohl auch viele Freunde und hängt da rum. Haben die da AR? Der Smokers Club. Ja. ARVR, gut. Ja, ja, es ist halt eine Bar, die sämtlichen Spielarten des Nikotinkonsums irgendwie zugetan ist. Ob das nur durch Nicksticks ist oder durch echten Tabak oder so. Oder Vaping? Vaping natürlich Ach, auch. Natürlich. herrlich. Wobei ich glaube, Nicksticks sind ja sowas wie Vaping. Aber ist auch völlig irrelevant. Das ist. Man kommt da ohne was zu bezahlen rein. Man kann dort verschiedene Tabaksachen erwerben. Man muss nicht gut rausgeputzt sein, obwohl da auch ein paar besser verdienende rumhängen. Solange man keinen Stress macht, ist das alles okay. Und das ist halt so, na, Gentlewomen. Also A, Frauen und B, Lesben? es gehört ein Betragen dazu, was wo Jojo sich zurückhalten darf. Weißt du? Das Bild, das kann, weiß ich schon. Aber wenn Julia da reingehüpft kommt, da ist so der Gentlewomen's Club, ist Atmosphäre vorbei. Das heißt, sie läuft dann, wenn überhaupt, mit dem erhobenen Zeigefinger ihrer Mutter da rein, ja? Ja, bitte. Das wäre gar schön. Und geputzten Ohren. Orlowski hängt am liebsten, also worauf sie richtig Bock hat, ist, wenn sie von einem ehemaligen Produktionskollegen eingeladen wird in das B-Gebiet, wo Billy gelebt hat. Das passiert nicht oft, aber es passiert zum Teil und ansonsten hängt sie auch viel zu Hause. Hat auch nicht mehr so viele Freunde und macht sich auch offenbar in den letzten Jahren keine Freunde. Seitdem sie dort arbeitet und nicht mehr irgendwie im Business ist, hat sie halt doch viele ihrer ehemaligen Kollegen als Freunde oder zumindest Bekanntschaften verloren und seitdem sie kein Geld mehr hat, natürlich auch noch ein paar. Aber halt Depression. so Entschuldigung. gut möglich. Aber ein paar hat sie halt noch, so zwei, drei, und da fährt sie gern hin, wenn sie eingeladen wird. Biedert sich nicht wirklich an, aber natürlich dann immer sowas wie: Wie geht's dir denn? Und es ist mal wieder schön von dir zu hören. So auf die Schiene, um dann wieder reinzukommen, weißt Ja, aber B-Gebiet ist geknickt für uns. du? Und was wolltest du noch? Warte, warte. Makarov. Makarov. Makarov hat kein soziales Netzwerk. Das kommt vermutlich auch daher, weil es in manchen Gebieten des Trollzwergenghettos eine Matrix-Abdeckung vorhanden ist, die diesen Namen nicht verdient. Und weil das dort auch nicht sehr, ne? Ich glaube, das ist der erste NSC, den ihr habt, der nicht in irgendeinem sozialen Netzwerk ist. Das Ghetto, da kann man natürlich auch schwierig hin. Da du kein Zwerg bist, auch wenn du klein bist, und ich kein Troll und umgekehrt auch, yo. Ich war einmal da, aber das war irgendwie auch ziemlich, naja. Troll-Zwergenghetto heißt nicht zwingend, dass ihr da nicht hin könnt. Das Nee, aber es heißt das heißt, dass zwingend. das letzte Mal haben sie mir echt eine Menge abgeknöpft im Ja, die Verhältnis. Situation war etwas merkwürdiges und in manchen Teilen ist es besser. Das heißt, im Wesentlichen nur dort sind Zwerge und Trolle hingezwungen, weil sie keine Arbeit finden und das sich einfach irgendwann so entwickelt hat und die sich dort vermehren wie die Ratten und die alle auch keine Arbeit haben. Es gibt da Die sehr Ratten. abgefuckte, ja, und es gibt da sehr abgefuckte und es gibt dort weniger abgefuckte Gebiete. Die weniger abgefuckten Gebiete sind vor allem die, wo Leute noch arbeiten können, ne? Mit anderen Worten, ihr habt eigentlich beide sehr viel in Ortswissen irgendwo. Dort, wo Donskoi. die wohnt, ihr könnt dorthin, ihr fallt natürlich auf, weil ihr Menschen seid, Ich bin macht kein absolut, Mensch. weil ihr nicht Trolle Zwergen seid, ihr macht keinen Stress und es geht klar. Vielleicht sagt mal jemand, weil ihr den Fußboden beschmutzt habt mit euren Innenstadtschuhen, dass ihr dem mal was abdrücken müsst. Aber vermutlich, also ihr könnt prinzipiell dahin, sagen wir es mal so. Oh, ich hasse Langohr, fühle mich aber nicht so wohl. Hey, ich bin die Einzige mit runden Ohren, die da rumrennt dann. Ja, aber du bist Zwergen und Elfen sind ja jetzt nicht unbedingt die dicksten Freunde. Wer war das denn? Na, seit immer. Ich höre das erste Mal davon. Tja, gibt's auch Sachen in deinem Leben, die du nie gehört hast? Tatsächlich.
Wow. Ich bin gerade. War das gerade Soundboard? Natürlich. Das war ich, glaube ich. Ja, das war das Soundboard. Also das warst du ja. Das war ich auf dem Soundboard. Cool, mach das nochmal. Dann müsst ihr euch noch ein bisschen anfeinden. Wieso haben wir uns sogar angefeindet? Na, so ein bisschen wenigstens. Mach das nochmal, mach das nochmal, mach das nochmal. Cool. So geil. Also, jetzt passen wir auf. Jetzt haben wir ein paar Infos über die Geschehnisse dort. Ich würde gerne noch... Weiß nicht, sollen wir mit dem Typ jetzt noch reden? Oder sollen wir Vicky jetzt einfach mal dazu holen und mit ihr darüber mitreden? Ich glaube, das wäre besser, weil ehrlich gesagt weiß ich einfach nicht mit dem Typen. Ich kenne den einfach nicht, weißt du? Ich kenne ihn nicht. Ich weiß auch gar nicht, was ich machen muss, damit er mit mir redet, weil irgendwie ist es normalerweise, hole ich immer ein paar Erkundigungen ein über die Typen, mit denen ich labere, aber bei dem geht's nicht, weil ich den einfach nicht kenne. Und ich glaube, also ich sag mal, der Kosten-Nutzen-Faktor ist zu gering. Vlad meinte auch, der weiß nichts über den Typen und es ist auch nicht so ganz klar, ob man dem jetzt überhaupt trauen kann oder nicht. Ist auch vielleicht ein bisschen blöd, wenn man da einfach fragt, wie kommt er dann rein und dann einen Tag später steht in den Nachrichten, dass ins Lagerhaus bei Fletcher eingebrochen wird. Ja, eben, das ist es halt. Also bei Leuten, die ich kenne oder von denen ich weiß, okay, die halt eine Klappe, okay, aber bei dem Typen weiß ich es halt einfach nicht. Es kann auch gut sein, dass er mich verpfeift. Oder dich oder uns oder mich kennt er halt so halb. Mich kennt er gar nicht. Und was ist, wenn ich mit ihm rede? Was meinst du darüber? Na, versuchen kann man's. Ich meine, der ist doch so auf Betthäschensuche. Dafür bist du doch viel geschaffen. Was denn? Na, du bist doch so ein... Was? Was bin ich? Du bist doch so eine Frau, auf die die Kerle, die irgendwie so ein Betthäschen wollen, anspringen. Ach, Betthäschen. Was dachtest du denn? Ich hab Betty verstanden. Nein, Betthäschen. Habe, genau. Betthäschen. Ja. Ja, wunderbar. Ja gut, ich... Also wenn du nicht wieder aus Gläsern trinkst, dann kann ich ja mit dem mal reden. Hä? Ach, Wurst, lass mir das. Ja, klar, ich komm mit. Okay? Ah ja. Na gut. Oh, ich hasse den Laden. Wir können uns auch vorher abfüllen. Nee, zu sehr oder abfüllen halb. Will ich mich nicht, bevor ich da reingehe. Oder halb abfüllen. Nee, das verschiebe ich auf hinterher. Ach echt? Willst du dich betrinken heute? Echt mal? Ja, so richtig betrinken nicht, aber ich wollte hinterher noch weiter. Trinken? Nee, ich wollte danach noch in die Halle. In die Halle? Na, 43 halt. Da wollte ich noch hin. Okay, was wolltest du da? Keine Ahnung, einfach hin. Achso, na gut. Dann können wir auch so machen, dass du in die Halle gehst und ich gehe mal einfach nur in den Club rein. Dann brauchst du dich dann irgendwie vergewaltigt fühlen. Du, glaubst du, ich gehe auf jeden Fall mit. Was soll mir denn passieren? Ich gehe mit. Eine Milz können sie mir nicht mal rausnehmen. Nee, aber eine Niere vielleicht. Na gut. Dann hältst du mal ein Auge auf mich und ich gehe da mal hin jetzt, also ja. Rein zu dem und guck, wo der ist. Gemeisterter, ich mach mir noch auf der Fahrt dorthin dann quasi noch ein, ich sag's nur schon mal an, ob wir jetzt was anderes machen, weiß ich nicht, aber ich sag's schon mal an. Ich mach mir ein anderes Icon, nicht Foxy Lady, sondern ich gehe da als, ich gehe mal wieder als Olofgar. Was war denn nochmal Olofgar? Olofgar war die Schnulze, die ich als Programmiererin verkörpert hab. Als Programmier was? Als Programmiererin. Ah, nö. Horizon? Ja, ich hatte das bei Horizon, hatte ich mich doch als bei Krillin ja, als All of Love vorgestellt. Ach so, das meinst du mit Persona? Ich dachte, du meinst, du machst deinen Avatar matrixmäßig anders. Ja doch, also ich werde kein Foxy sein jetzt gerade, wenn ich da hingehe. Sondern, was war denn All of God? Du hast es ewig her, das war letztes Jahr war das. Ich weiß gar nicht, dass ich da gesagt habe, was die für ein Icon hat, aber die war auf jeden Fall der Name All of God. Und du hattest ja zur Not einfach eins der Standard-Icons, die man sich runterladen kann, oder was? Ja, Moment, die verkörpert eine Programmiererin. Wie glaubwürdig ist das denn bitte? Stimmt. Also, Moment, war die nicht irgendwie so ein, war die nicht irgendwie sowas mit einem Auto, das sich irgendwie verdingsen konnte und so weiter? Transformers? Nee, das war Wikis Avatar, das ich hier zusammengebastelt habe vor kurzem. Aber weißt du was? Das Avatar kann ich doch wiederverwenden, wenn ich das sowieso schon gemacht, erstellt habe. Dann könnte ich doch gerade das Avatar nehmen, das ich für Wiki gemacht habe mit dem Transformers. Und strahle dann die ID, also nicht die ID, sondern halt den Namen Olofgar aus. Gut. Alles klar. Ei, wunderbar. Noch irgendwas vorher? Ich trinke einen White Russian mit Jojo. Einen. Mhm.
Ich überlege gerade, habe ich irgendwas vergessen? Wenn der Spielleiter sowas sagt, ist das immer, wir haben was vergessen? Nein, ich warte nur, bis ich auf den Knopf drücken kann. Gut. Den. Hier steht im Wallpaper. Glückwunsch. Yay! Ja. Jojo hat sich noch Wechselklamotten mitgenommen. Wechsel-OPs. Nee, Klamotten. Keine Teebeutel. Weil ihr diesmal wisst, wonach ihr suchen müsst, der geneigte Herr sitzt im Goa-Room. Was hast du denn gegen Goa? Nichts, was ordentlich, ordentlich Ableser. Was denkst du, wie die alle drauf sind? Mhm. Ja, okay. Jojo geht wohin? Also ich nehme mal nicht an, ich werde früher trennen und so, das ist mir alles klar. Ja. Jojo sagt Billy noch, wenn irgendwas ist, sag Bescheid. Aber wir haben ja ein Feed, das heißt, ich sehe auch, wenn irgendwas passiert. Mhm. Jojo guckt sich jetzt die Gegebenheiten hier genauer an. Sie guckt sich auch die Mitarbeiter etwas genauer an und so weiter und so fort. Du würfelst mir mal nebenbei Intuition und Sneaking und wir machen Billy. Der Typ sitzt wieder mal in der Chillout-Lounge alleine. Okay, Billy schaltet ihr sich selbst auf Schleichfahrt und schaltet ihr Comlink ganz normal ein. Also spricht ihr Wegwerf-Comlink und hat, wie gesagt, die ID drauf und so, ne? Und ja, das Wegwerf-Comlink, ach, du hast ja zwei, stimmt. Ja. Nee, nicht mehr. Ich habe nur noch eins. Genau, ja, das, wir verstehen uns schon. Ja, eins gut. Wurde mir geklaut, nee, nichtsdestotrotz. Gut, und ich, der sitzt da auf einer Couch alleine, hast du gesagt, ne? Ja, es sind Leute um ihn rum an anderen Tischen und an Couches und Sesseln, aber der hat quasi so eine Ecke für sich alleine. Können wir wieder Chaiselon sagen? Du willst nur, dass ich Chaiselon sage, oder? Nee, ist ja keine Waffe. Ich mach dir eine Waffe draus, sondern noch Chaiselon. Weißt du, wer noch eine Chaiselon in seiner Hose hat? Nein. Ich nicht. Der Typ? Gut. Warte mal, weißt du den Namen von dem Typ? Ich weiß nur schleimischer Unstable Bro. Nee, was war nochmal der Name von wir dem hatten Typen? Wir hatten einen Namen. Jojo, helf den mir, was siehst du war auch der jetzt, Name? Oder? Den strahlt ihn noch aus. Schaltet den habe ich auf jeden Fall mir gemerkt und deswegen auch nicht, deswegen wird das jetzt nicht ein anderer sein als vor ein paar Folgen, denn er ist, warte. Seppel. Du bist Vornamen, oder? Seppel. Josepi. Gavriel. Gavriel, wirklich? Ja. Das Kaschbolle. Ja, Seppel. Da kommt er, der halbe Rotzenplutz. Die Sau. So, da geh ich zum Bohren hin hier und dann hau ich dem erstmal einen Watschen da und dann ist das auch gut so. Jetzt lass ich das lieber bleiben. Also Billy ist ihren Umständen entsprechend relativ gut angezogen, nicht zu lasziv. Sie soll ja das immer noch die... Ha? Das heißt, sie ist mal in anderen Umständen. Was, die kann nicht in anderen Umständen sein. Das geht einfach nicht, noch nicht. Ja. Jetzt hat also er Soundboard. Für den Witz, ne? Mensch. Ey, da kriegst du aber Edge-Abzug, kriegst du da. Komm. Wie? Hallo? What the fuck? Natürlich nicht, aber der war schon... Jetzt hätte ich beinahe wieder geransomt. Man darf prinzipiell keinen Spaß auslassen. Okay, wenn du mir mit Maldensheimer kommst, habe ich natürlich verloren, hast du absolut recht. Richtig. Es gibt kein Niveau, das ich nicht unterbieten könnte. Das ist zwar falsch, aber trotzdem. Richtig, vor allem bei dem Mann. Allerdings kennt er auch, glaube ich, nicht Assi-Toni. Das macht aber nichts. Das wäre mal witzig, wenn man mal eine Runde machen würde zur Vorlesung zwischen Assi-Toni und Malmsheimer. Das wäre bestimmt ein sehr interessanter Abend. Ich denke, dass ich daran partizipieren wollte, ja. Oh, sehr gerne sogar. Ich glaube, das wäre ein hervorragendes Ding. Mhm. Das können wir Herr leider Malmsheim. Nicht machen. Wieso nicht? Wenn man dann die ganze Zeit einer abgeht und ich kriege nichts mit. Das geht einfach nicht. Dir geht die ganze Zeit einer ab. Disconnected from your channel. Huch. Das war zu viel für ihn. Ich glaube, jetzt ist ihm einer abgegangen, oder? Er ist abgegangen, ja. Aber wie ein Zäpfchen. Jetzt müssen wir mal kurz warten. Da kam es rausgeschossen und hat ihn mal, hat wahrscheinlich irgendwie das, die Maus getroffen, die Maus so getroffen, dass er aus Versehen aufs Kreuzchen geklickt hat und aus dem Teamspeak raus ist. Nee, ich glaube, der Spielleiter hat gerade nur genießt und dabei hat er sich die Hosen geschuchzt. Ehrlich gesagt, habe ich tatsächlich genießt und bin auf die Maus gekommen. Siehst du, von dir richtig und von mir richtig, Flumi. Wir sind ein Dreamteam. Wir sind ein so gutes Team, echt, Mensch. Ohne Witz. Hervorragend. Ich wollte also sagen, dass Billy mal nicht zu ganz zu krass lasziv angezogen ist. Geht ja auch nicht mehr, weil sie ganz viele Klamotten nicht mehr hat. Aber immer noch ihre wunderschöne Ausstrahlung an, nicht wahr? Und du siehst jetzt quasi schon meinen kecken Mundausdruck, wie ich rede. Was hast du Aussparungen an? Fett!
Ausstrahlung an. Ach so, na, ich hab siehst du. Aussparungen an. Wie kann das man dachte ich mir auch gerade. Ey, Alter, ich mir auch. Ich dachte, du hast einen Fachbegriff genannt, den ich nicht kenne. Billy lasert durch die Halle, Mensch. Geil. Sie sieht halt so ein kleines bisschen wie eine graue Maus aus, als Programmiererin halt, ne? Sie muss ja so ein bisschen. Haarspänchen? Also, kein Dutt. Kein Dutt, aber Haarspänchen. Zöpfchen, oh, Schulmädchenrapport. Rapport oder? Na, die sind angetreten zum Rapport, mein Freund. Zum Rapeport. auch wieder was Schönes. So. Ja, okay. Warum wird das eigentlich immer lächerlich, wenn Billy an der Reihe ist? Es liegt das an mir, ne? Nee, das wegen den Eiswürfeln. An was liegt's, Flummi? An den Eiswürfeln. Ach so, nee, die habe ich noch gar nicht ausgepackt. Aber warte mal, ich könnte mir mal einen Trink an der Bar holen. Aber bitte in der Flasche. Das wird jetzt, also ich warne jetzt schon mal alle Zuhörer und ein Troll. Das wird schlimm jetzt. Ich bin schon, ehrlich gesagt, voll in Pose. Sieht das schon, oder? Ich geh mir mal eben schnell was zu trinken holen und damit ich... Und einen Eimer. Ja, den Eimer, ich wollte gerade sagen. Sag mal, Mundspülung. Also ich pass mal. Ich gehe zu einem Typen und sage, Entschuldigung, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Jetzt musst du auch zu Ende bringen. Wieso, haben wir den noch nicht gebracht? Nicht im Dings, in der Aufnahme. Nicht in der Aufnahme. Oh, dann muss ich unseren Zuhörern jetzt, glaube ich, auch die Pointe verraten. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Wie, was suchst du denn? Den schnellsten Weg in deine Hose. Ritz am Bäh, Ritz am Bäh. Gut. Ja, ist der Platz noch frei? Klar, haut hin. Danke. Wie war der Name nochmal? Gavriel, glaube ich, ne? Gavriel. Hast du keinen Bock zu tanzen oder was? Na, ich bin nicht so eine Tänzerin. Achso. Warum bist du dann hier? Bist du mit Freunden oder was? Ja, ich glaube, das hörst du relativ oft, aber ich bin wegen dir hier. Nee, das höre ich nicht relativ oft. Nee? Nee. Naja. Also, manchmal höre ich mich das sagen. Du hörst dich das selbst sagen? Ja, also, ja, sind wir mal ehrlich, wenn es funktioniert, dann funktioniert's. Also, ist es doch schon ein Spruch, der bei dir zieht. Nee, weiß ich nicht, ob der bei mir zieht. Also nicht bei dir, aber bei den anderen dann, wo du denn landest. Zum Teil schon. Schön. Die glauben das, weißt du? Und wie ist es tatsächlich? Ich sehe die und denk mir, juhu, angetrunken, zum Ficken hier, gehst du hin. So einer bist du? Na klar. Ey, also, was willst du denn sonst hier, außer irgendwie Reste ficken? Naja, man kann ja auch Leute treffen. Die Reste meinst du? Bitte? Die Reste meinst du? Sehe ich aus wie ein Rest? Er legt den Kopf etwas schief. Nee, du bist weder angetrunken, noch notig angezogen, noch hast du diesen... Oh, fass mich nicht auf der Tanzfläche an, aber bitte tu's doch, wenn du was bist, weil ich halt auch noch irgendwie in die Kiste will, Blick drauf. Echt? Ich hab einen Blick drauf, wie als will ich in die Kiste? Nee, eben nicht, den hast du nicht, deswegen bist du nicht wirklich ein Rest. Und außerdem, du siehst auch nicht unbedingt so aus, also... Man muss es ja mal in beide Richtungen sehen, ne? Also das Reste ficken und so. Ja, von mir sieht man ja nicht viel. Ja, er nimmt jetzt seine Munddingensmaske ab. Er sieht wirklich für einen Elfen relativ gut aus. Ich sage es dir. Ach, schön. Ja. Er hat nämlich nicht ganz so ein zartes, rundliches, herzchenförmiges Gesicht wie die elfischen Männer und hat auch nicht so zarte Züge, weißt du? Ist ja eher ein Legolas, ne? er ist nicht so ganz so ein Legolas wie die meisten Elfen. Man könnte ihn fast für männlich halten. Außerdem wächst ihm keine Rinde aus dem Ohr. Du meinst männlich für einen Elfen. Ja, genau. Wächst also immer Billy noch so Rinde der femininste Ohr. Rest, den es so gibt. Was denkst du, warum Billy Trainee geworden ist? Richtig. Wächst mir Rinde aus dem Ohr, oder was? Allen Elfen wächst Rinde aus dem Ohr. Muss ich mir jetzt Borkenkäfer zulegen? Das wäre eine schöne Wahl, ja. Kannst doch abschleifen. Mit was? Mit einer Schleifmaschine. Ich hätte es gedacht, so, naja, nee, lass mal das lieber. Oh, du schöne Hobelbank. What the fuck? Kennst du nicht? Nee. Was dat denn? Na, das kennt immer keiner. So, Entschuldigung, wo waren wir beim Reste ficken und das hier für einen Elfen ganz okay aussieht. Und jetzt seine Maske abgezogen hat. Richtig, und da liegt immer noch kein Stroh. Ja.
Ich habe auch nicht nachgefragt. Warum trägst du eigentlich die Maske? Keine Ahnung, Stil halt. Ist halt mein Ding. Was ist das für ein Stil? Na, Cybergoth. Kennt man doch. Ich nicht so. Du nicht so? Nee. Kriegst du irgendwie den Kopf nicht aus dem Fenster oder aus der Tür? Sehe ich so aus? Das ist eine Frage, die ist ziemlich geschickt. Also finde ich gut, immer Gegenfragen stellen. Ja, nicht immer. Generell frage ich halt nur mal gerne nach, wenn jemand was sagt. Weil normalerweise, wenn man in so einem Gespräch endet, wie wir beide jetzt gerade, dann ist immer noch eine Intention hinten dran hinter so einer Frage. Deswegen muss ich nachfragen, wie du es jetzt genau meinst. Na, die Intention ist, dass ich ja meine Stilrichtung verteidigen muss. Und wenn du davon gar nicht gehört hast, dann ist das natürlich eine tiefe Kränkung und der werde ich jetzt entsprechend begegnen. Du fühlst dich gekränkt, nur weil ich die Musikrichtung nicht kenne? Oder den Lebensstil, Entschuldigung? So ein bisschen, ne? Wieso denn? Du identifizierst dich so stark mit dem Style? Na klar, wenn du das irgendwie ewig lang trägst, dann... Wie lang ist denn ewig lang? Ja, so 12 Jahre oder sowas. Heizen. Ja, aber für unser eins ist das jetzt noch nicht so viel, oder? Ja, aber im Verhältnis zu meiner bisherigen Lebensspanne schon. Ja, aber bei uns ändert sich doch mal noch ein Style relativ häufig, hoffentlich im Laufe unseres Daseins. Ja, wenn man sich für was entschieden hat. Ach, du bist so ein Style-Treuer. Auf jeden Fall, ich bin so ein Hardliner. Hardliner? Sieht jetzt aber gar nicht so hardlinig aus. Kann ich nichts machen. Ist trotzdem so. Ja, ich will das ja gar nicht in Abrede stellen. Ich sag ja nur. Sag mal, du bist wegen mir hier. Oh, das hast du dir gemerkt? Ja, ist mir gerade wieder eingefallen. Das ist aber schön. Bist verwirrt, oder? Ich bin aber heute nicht hier zum Ficken. Ich bin auch nicht hier, damit ich dich abschleppe. Ach so. Ja, hätte ja sein können. Wieso? Damit wie gesagt, ich bringe den Spruch als dämlichen Anmachspruch, von daher. Naja, gut, aber ich meine, wenn du schon bei mir so aufschlägst, dass du Reste ficken normalerweise bevorzugst, dann komme ich ja sowieso nicht in Frage, oder? Noch dazu wirst du ja wahrscheinlich normalerweise bei den Ladies aufschlagen. Und nicht die bei dir, oder? Naja, aber ich bin jetzt auch nicht so ein Ultra-Macho, dass ich sage, ich muss mir die Bitches raussuchen, sondern wenn sich was bietet, klar. Eine Schnappweckkrabbe. Bitte was? Eine Schnappweckkrabbe. Ja, bestimmt. Du sitzt da wie ein Einsiedlerkrebs und wartest drauf, bis du zuschlagen kannst, oder? So habe ich das jetzt verstanden, dein Schema und deine Masche quasi. Ja. Keine Ahnung, es hat auch so eine... Ich sitze hier halt gern, das ist so mein Stammplatz, egal was hier läuft, und gucke halt einfach so ein bisschen den Leuten zu. Wenn du hier so ein paar Stunden siehst, dann zieht das alles so an dir vorbei und die dann ganzen Leute kommen und gehen was trinken und so ganz schnell und dann gehen auf die Tankfläche und dann gehen die wieder. Das ist so, weiß ich nicht. Surreal. Das ist ein gutes Wort. Denke ich doch. Es klang jetzt danach, es hat irgendwie gepasst. Ja, hör mal zu, ich möchte jetzt auch gar nicht, also eigentlich deine Zeit stehen. Pass mal auf, ich habe gehört, du kannst Leuten erklären, wie die in das Gebiet da unten sicher hinkommen, was dann nah am Teufelswald dran ist. Wie heißt denn gleich wieder? Du wirst nach die City. Jo! Kommt immer drauf an, was du alles mitnehmen willst. Wieso? Naja, wie viel Gepäck du halt haben willst und wo genau du dahin willst und ob du dann noch weiter willst und so weiter. Na, ich musste halt zu einem Vorstellungsgespräch, ne? Ganz kurz OT-Frage, spielgeleiteter. Was ist denn da drumrum um diese Factory, wo wir hinwollen? Hauptsächlich andere Lagerhäuser. Du darfst den Satz gern zurückziehen übrigens, denn du weißt, dass ein Vorstellungsgespräch, dann würdest du ja die Erlaubnis vermutlich kriegen, einfach reinzufahren. Weißt du? Ja, so und? Naja, wenn du ein Vorstellungsgespräch hast, brauchst du ihn nicht, um ihn da reinzubringen. Oder du lässt es und er versteht sofort, aber das ist okay, mir ist es egal. Fatt, ich verstehe dich jetzt nicht ganz, das musst du mir jetzt nochmal erklären. Na, Vorstellungsgespräch klingt ein bisschen komisch, weil du ja zu einem Vorstellungsgespräch da legal einfach reinkommst. Würde man, ja. Ja, also dann gehst du dorthin, sagst hier, ich habe da Vorstellungsgespräch, hier ist die Erlaubnis, dann sagt er alles klar, hier meldest dich, wenn du wieder rausfährst und dann viel Spaß. Und wenn man zu einem Initiativvorstellungsgespräch geht? Was ist denn ein Initiativvorstellungsgespräch? Auf eigene Initiative hin. Ja, dann wird's, das ist richtig, das geht natürlich. Und was da drumherum ist, wie gesagt, hauptsächlich andere Lagerhäuser. Es gibt eine
ein Sarghotel und es gibt da in der, nicht direkt daneben, aber da ist schon ein größerer Güterbahnhof noch in einem halben Kilometer Entfernung circa. Güterbahnhof. Ja, die machen da ganz viel mit Zugverkehr, den Zeug dahin schaffen und rausschaffen. Und wer betreibt das auch? Mostrans oder was? Oder Energia? Der Güterbahnhof untersteht untersteht verschiedenen Trägern, nämlich den vier Megacons, die da sind, und noch ein paar anderen unter Umständen auch Energia. Also das ist so eine Gemeinschaft, die das Ding betreibt. Die Megacons haben auch eigene Bahnlinien, die anderen nicht zwingend. Okay, gut, dann back in time. Hör zu, ich möchte auf ein Initiativbewerbungsgespräch hin zu dem Güterbahnhof und da mal vorstellig werden und eventuell auch in dem Sarghotel dann unterkommen für eine Nacht oder zwei, je nachdem, wie sich meine Initiative da, sagen wir mal, wie das zu Buche schlägt. Okay. Sarghotel, dann gehe ich davon aus, dass du fast nichts an Gepäck hast. Jo. Na, das ist nicht das Problem, Güterbahnhof. Ja. Aber Nee, ich denke gerade nach. Ich ich kann rede dich aber auf auch. ein paar Züge halt da bringen. Das wäre das Sinnvollste, da kommst du direkt am Bahnhof raus. Naja, ich weiß nicht, mit dem Zug wollte ich da nicht hin. Ich wollte eigentlich mit dem Auto reinfahren. Also mit meiner Karre ging es, mit deinem schwierig. Ja, ich fahre aber nicht allein hin. Ach so, also mehrere Personen. Wie viele? Ach, ich weiß nicht, wir sind 1, 2, 3, 4 Personen oder so. Zwerge oder Trolle dabei? Na, War das ein Nein? nee. Okay. Also ja, es war nicht ein Nein. Also weißt du nicht genau. Ja doch. Was? Scheiße, Was denn? hab ich heute eins zu viel gehabt. Okay, wir machen es nochmal neu. Sind da Magst Zwerge du oder Trolle noch einen dabei? Trink haben? Ich bin ja sehr unhöflich. Jetzt frage ich dich hier schon so Sachen. Möchtest du was trinken? Na, nee, danke, dann komme ich im Gespräch erst recht nicht mit. Ich sage nicht, was Alkoholisches trinken. Kannst ja auch einen Säuosaft trinken oder Einhornmilch. Weiß. Oh, meine Einhornmilch, danke. Cool. Ich bestelle über AR2 White Russians. Das ist eine Einhornmilch. Das ist eine Einhornmilch, Mann. Echt jetzt? Für mich ist Finde ich das eine gut. Einhornmilch. Das ist mal spontan jetzt so Aber warum eingeworfen. ist die braun? Ich verstehe. Wieso? Egal. Natürlich. Es gibt nicht nur weiße Einhörner. Ich weiß schon, welche Sei mal Art nicht Milch die so. da genommen haben. Sei mal nicht so racist Psst. hier. Genau. Ja, also ich Ja, bestelle uns zwei White Russians über AR. ja, du kriegst dann eine Meldung, wenn du sie dir abholen kannst. Okay. Ist leider nicht so Steht. geil mit fahrenden Drohnen, weißt Nee, ist glaube ich zu voll da, ne? du? Und fliegende Drohnen verheddern sich leider bei den Frauen in den Haaren, wenn sie keine Zöpfe haben. Und Besoffene machen gern Scherze mit fliegenden Drohnen. Jo. Deswegen hole ich sie dann auch irgendwann ab. Gut. Also, du hast gesagt, 1, 2, 3, 4, 5 Leute. Keine Trolle. Keine Trolle, Zwerge? Nö. Gut. Macht das einen Unterschied? Das macht einen Unterschied, klar, Echt? wenn. Ja, zum Teil rasten die Bullen mal wieder voll aus, wenn sie selbst Geld brauchen und machen die dann einen oder werden angehalten, hier wegen eben Scheiß einen Strafzettel zu machen. Sowas wie eingehaltene Beförderungsbedingungen für Metamenschen, der große Zwerg oder Troll, weißt du, was ich meine? So. Gott, Wenn der also Kindersitz nicht den neuesten Normen entspricht und die wären gern mal geändert. das ist schon sehr rassistisch, wenn man einen Zwerg in den Kindersitz verfrachtet. Ja, ist ja kein direkter Kindersitz. Ich sag Kindersitz und damit bin ich rassistisch, ja. Ein Römer Kindersitz, da klebt noch der Happy Hippo in den Haaren von der Alten. Macht nichts, kennt keiner, macht nichts, mach weiter. Tja, so ist es. Oder deswegen ist immer gut, das vorher zu wissen, damit ich das nochmal alles genau überprüfen kann. Ansonsten pro Nase ein Fuffi, sonntags mehr und feiertags. Nee, ich wollte eigentlich irgendwie, keine Ahnung, nicht sonntags. Aber du, ich brauche einfach nur eine sichere Route, wo man ein bisschen drumherum kommt und vielleicht ein paar Insights, wie du sagen kannst, hey, hör mal zu, da fährst jetzt so und so lang und dann weißt was ich, sagst du halt, kriegst einen Huni von mir und dann hat sich die Sache, oder? Aber ich wäre ja schön blöd, wenn ich meine sicheren Routen ausplaudern würde, oder? Dann mache ich Na, ja keine Geschäfte mehr. die ändern sich doch sowieso. Du musst die ja nicht ausplaudern in dem Sinne, sondern einfach nur sagen, da fährst du hier lang und da ist gut und da triffst du keine, was weiß ich was.
Da bin ich aber relativ strikt, denn umso mehr Leute diese Routen befahren, umso höher ist das Risiko, dass die dicht gemacht werden. Das gefällt mir aber nicht. Also kannst du mir in die Richtung nicht helfen. Ja, es würde. Vielleicht einigt man sich für einen erheblich höheren Preis dann. Was ist denn erheblich höher bei dir? 700? Puh. Ich will da ja keinen Scheiß machen oder irgendwas. Ich bin ja nur ein Mädel, was da in den Con eventuell reinkommen will, Mann. Ich möchte ja nichts anstellen. Ich Naja, aber fahr die. wenn du mich fragst, dann weiß ich nicht. Ansonsten musst du die Polizei fragen, ob du eine Sondergenehmigung kriegst. Oder irgendeine Ja, wenn andere ich. Genehmigung. Die werden ja einem kleinen Mädel nicht erlauben, dass sie da einfach reinfährt, nur weil sie süß die anzwinkert, oder? Jetzt mal ohne Witz. Keine Ahnung, je nachdem, wer da ist. Aber vermute ich eher nicht. Kannst Ich du ja den denke Bahnhof ganz und gar fragen, ob sie dir nicht. eine Genehmigung schreiben würden, Bewerbung. Das hört sich vielleicht gar nicht so dumm an. Also Also wie kannst du mir gesagt, bei deine. meinen Routen, die sind teuer. Oder ich bringe Ja. dich gern und deine drei, vier Freunde rein. Wir dann mit eigenem Auto oder was? Und du. Ich mit meiner Karre bringe ich euch rein. Ich kann euch natürlich auch gern abholen. Ich kann euch auch da drin noch bis zum. Also ich kann euch nicht ganz in den Süden bringen, aber ich kann euch da drin noch irgendwo abholen und weiter woanders hinfahren, wenn du es noch woanders probieren willst oder so. Nee, es geht eigentlich schon nur um den Bahnhof. Jojo hört übrigens mit, ne? Klar. Ja, aber die will sich jetzt nicht einmischen und dich nicht abzulenken. Entschuldigung. Nee, ist okay. Ich wollte es nur gesagt haben. Also ich sage auch Jojo Bescheid. Also 700 ist mir definitiv A zu viel. B will ich den Typen nicht dabei haben. Da, also wie gesagt, Juju wird ja auch sowas schreiben, wie ich unten, also von wegen 700 viel zu viel. Ah. Und der Typ, ja, das, also wenn du irgendwie das über Nachricht machst oder sowas, kommt auf jeden Fall zurück. Nee, auf gar keinen Fall den Typen ins Boot holen, das geht gar nicht. Nee, finde ich auch. Also machen wir überhaupt nicht. Machen wir gar keine Spelunken. Ja, dann wende ich mich wieder an Gabriel und sag, nee, ich glaube dann bist du nicht leider nicht der Richtige, weil 700 kann ich nicht anlegen. Dabei brauche ich dich nicht. Und dann tut's mir leid, dass ich dir eine Zeit gestohlen habe. Das hast du nicht. Nicht? Das ist schon okay. Habe ich dir wenigstens etwas den Abend versüßt? Klar. Ein bisschen. Wir können vielleicht aber noch ins Geschäft kommen. Wie denn? Für 100 gebe ich dir gern die Nummer von einem Bullen, der vermutlich noch 3, 4, 5 Monate da sein wird und der viele, viele krumme Dinge am Laufen hat und bestimmt nichts dagegen hat, wenn du noch ein krummes Ding mit ihm machst, um da irgendwo reinzukommen. Ich will doch aber gar nichts Krummes drehen. Ich will doch nur da rein und das Ganze möglichst ohne viel Aufsehen zu erregen. Das ist doch genau die Idee. Es Das geht ja ist nur um. richtig, aber sobald du da reinkommen willst mit mir, ist das ein krummes Ding. Ansonsten musst du halt den legalen Weg mit Papierkram und warten und vielleicht den Behörden noch einen 20er mit in dein Anliegen stecken oder sowas, den Weg wählen. Das kann dann halt alles so ein Angebot. Ist also echt kompliziert, da rumzudüsen, ne? Ja, du weißt ja, wie hier die Bürokratie ist. Die läuft am besten mit Geld oder langsam. Oder mit jemandem, den du kennst, der da was zu sagen hat. Also schwer für ein kleines Mädchen, was sich mal endlich auf die eigenen Beine stellen will. Mein Schlimm! bester Rat immer noch, mach's dir leicht, schreib den Bahnhof an, je nachdem, bei wem du dich dort bewerben willst, schreib den direkt an, ob du da zum Bewerbungsgespräch kommen kannst. Vermutlich werden die auch irgendwo anders der Stadt noch ein Bewerbungsgespräch einrichten können. Aber die Für wollen die doch Stelle da garantiert unten nicht und dich sehen. dann mitnehmen. Nachricht von Jojo. Sag dem Typen doch einfach, du guckst erstmal, dass du den Bahnhof anschreibst und wenn das nicht klappt, dann lässt du dir die Nummer von dem Bullen geben. Dann haben wir nämlich die Option, dann haben wir die Option darauf noch. Okay, das wird auch so gemacht. Also ja. Hör zu, ich denk dann, ich melde mich nochmal bei dir, wenn ich tatsächlich die Nummer vom Bullen brauche. Ja, ansonsten jetzt schreibe ich halt mal den Bahnhof an und guck, dass die nicht irgendwelche Aufstände da machen. Ich wollte es halt ein bisschen anders einfädeln, aber okay. Pass auf, kriegst einen Com-Code von mir. Und wenn du das noch möchtest, dann schreibst du mir einfach nur, ich komme auf dich jetzt gerade zurück oder so was in der Richtung, wo ich Bescheid weiß und weiß ich nicht. Dann schreibst du den Namen drunter. Ich habe überhaupt nicht nach deinem Namen gefragt. Siehst du mal, wie unhöflich du bist. Da, ich bin halt aber auch kein Trash. Olofka. Sieht man doch auch in Olofka. der ID, die ausgestrahlt Ah, wird, ne? stimmt. Ja, ich habe hier alles ausgeblendet, weil es mir zu viel wurde, da sehe ich ja die Leute nicht mehr. Okay, Stimmt. dann schreibst du drunter hier Olofka und dann gebe ich dir
gebe ich dir ein Konto, wo du es drauf überweisen kannst und dann kriegst du die Nummer. Danke. Alles klar. Voll nett. Kein Problem, habe nichts gemacht. Ich wünsche dir viel Glück und probier's gar nicht. Also mein Rat ist, probier's nicht bei Aztec. Nee, wieso denn bei Aztec nicht? Naja, weil die ziemlich sexistisch und relativ metafeindlich sind. Nicht wirklich, aber du kriegst vermutlich mehr Geld bei anderen Cons als bei denen, nur weil du eine Elfe und eine Frau bist. Wobei Frau für die schwerwiegender wiegt als Elfe. Na, danke für den Tipp. Werde ich mir zu Herzen nehmen. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und viel Erfolg. Danke für die Milch. Ist gut, ne? Einhornmilch muss man doch als Elfe kennen. Was war mit Rassismus nochmal? Ja gut, Moment. Wenn eine Elfe einen anderen Elfen Elf nennt, dann ist das kein Rassismus, dann ist das total cool, Bro. Achso, alles klar. Haben wir auch einen rassenspezifischen Handschlag oder sowas? Ich dachte, wir wackeln mit den Ohren. Scheiße, kann ich nicht. Ah, das ist doch so einfach. Weiß nicht, irgend so ein Kind wollte mir das mal beibringen, aber... Nee. Aber wenn das natürlich das Ding ist hier, dann musst du das lernen. Hast du immer so einen Bezug zu unserer, zu unserem, Nee, tatsächlich nicht. Ist aber schade. Meine Rasse ist halt Cybergoth, weißt du? Jo. Goth halt, ne, ich weiß nicht. Du schlitzt dir aber nicht die Arme so auf, oder? Nein, Alter. Nein. Immer noch bitte Alte. Alte, nein. Ich schlitze mir natürlich die Beine auf, das sieht man weniger oft. Ah! Die Oberschenkel. Rasierst du sie und dann schlitzt du sie? Wieso rasieren? Geht doch auch ohne. Ja, die fallen aus beim Niesen. Ja, cool. Jo, ne? Dann mal vor. Verdammt, jetzt fällt mir überhaupt erst auf, dass Elfen keine Haare haben. Egal. Nicht mal am Kopf, das sind alles Perücken. Richtig. Aus Troll-Schamhaar. Würde bestimmt auch toll Legger aussehen. Legger. Muschi-Legger. Hi there, Bro, it's the stable Muschi-Legger. Alter. Ich fand den jetzt aber social. Also, ne, nur so nebenbei. Ja, Billy macht sich dann vom AG. Jupp. Er verabschiedet sich ja nochmal und dann macht sie sich vom AG. Ich verabschiede mich natürlich auch ganz freundlich, wie ich bin, und bewege mich dann in Richtung Ausgang und sage, Jojos, Bescheid, du komm. Auch dahin. Du komm auch dahin? Ja, wunderbar. Auch um auch dahin zu kommen. Sich dort zu treffen, verdammt. Team up with Jojo, meinst du? Was bin ich? Team up with Jojo, meinst du? Yeah. Wir machen einen Regroup. Wollen wir noch mehr sinnlose Anglizismen verwenden? Bitte ja. Mir fallen keine mehr ein. Wir müssen jetzt eine Fight Battle machen. Battle Plan machen. Ich dachte ein Entry Plan. Nee, ein Entry Plan ist nur beim Sex. Aber. Achso. Mit Lageplan oder was? Ja, man muss ja immer mit der Cruise Missile Penis, muss man ja den G-Punkt finden. Jojöchen. Und die ganzen Security Devices noch überlisten, ne? Richtig. Im sauren Milieu. Und die Schotten öffnen. Die Schotten. Was haben denn jetzt die Schotten damit zu tun, verdammt? Kommen die mit ihren Rücken oder was? Jojöchen, ich gehe jetzt an Ausgang, Eingang. Achso, ja, ich bin oder? Schon wieder, warte, hier, hallo. Sie winkt. Huch! Übrigens, Jojo, dir ist in dem Ablauf nichts Besonderes aufgefallen, was irgendwie außerhalb normalen Disney-Betriebes liegt. Natürlich haben ein paar Besucher was mitgebracht, um sich ordentlich wegzulasern, gerade im Goa-Bereich, aber von dem Betrieb her ist nichts Auffälliges gewesen. Sie hat sich ja auch beeilt, sie muss irgendwann nochmal in Ruhe herkommen, nochmal in Ruhe die Lage checken. Ach du, machst du immer noch den Plan, wie du den Betrieb so richtig einfährst? Das hat sie zu 100% ernst gemeint und das wird vermutlich ein Massaker werden. Och, nicht schon wieder. Es tut mir sehr leid, das musst du vielleicht nicht miterleben. Ich bin's ja echt, also Homo-Side ist ja eine Sache, aber das ist ja Genocide, was die macht. Und dann auch in Clubs. Was? Ne? Sie hat dir gar nichts von ihren Plänen mitgeteilt. Ja, du nicht, das weiß der Charakter nicht, aber ich bin dann immer am Weinen, wenn ich die Sachen lese, die du gemacht hast. Da immer die armen Menschen. Und wieder die 44 Schwangeren mit ihrem Joystick in den Bauch gehauen. Das nennt sich nicht Joystick, das nennt sich Schlagstock. Nein, das sie ist nennt mein es Joystick. Joystick. Ja. Ich habe das Ding schon immer Joystick genannt. Das liegt aber nur dran, weil du es noch andersweitig entfremdest. Natürlich. Ju! Ah, gut, nee, dann Ausgang. Wenn die Spülmaschine wieder nicht alles von Dildo abgekriegt hat, dann wird auch mal der Joystick raus, aber das ist.
Computer. Nur um dich abzuwürgen. Aber leider hast du es versäumt, sie abzuwürgen. Ich wollte gerade richtig schön eklig werden, Mensch. Mach doch mal uns einen. Jetzt bin ich nicht mehr. Nee, Leute, komm, weiter geht's. Wir haben heute schon so viel Offplay. What? Lass einfach weitermachen, hör nicht auf den. Okay. Ah nee, Entschuldigung, das darf ich jetzt nicht sagen. Tut mir leid, lieber Spielleiter. Ich hasse euch. Wieso mich? Scheiße. Was hab ich jetzt gemacht? Nein, nein, dich liebe ich, Entschuldigung. Euch, die Flumi und die Jojo hasse ich. Ach so. Was hab ich denn jetzt schon wieder gemacht? Aber eigentlich liebt er dich. Nee, der hasst mich. Hat er auch gerade gesagt. Das ist ein Liebeslied, du kriegst Hiebe mit dem Glied. War das nicht, hier ist mein Riesenglied? Ja. Du hast nicht zugehört zum Schluss. Mein Glied, das die Hieb. Nein, du kriegst jetzt Hiebe mit dem Glied. So, ja, Ausgang, ich komme. Also, nein, eigentlich bin ich ja schon fast hinter dir. Also, hier, warte, da. Rufst du jetzt gerade zum Ausgang? Hallo, ich komme! Gut. Das darf ich nicht zu laut rufen. Aber das hört eh keiner. Das ist zu laute Goa-Musik. Ach, fürchterlich. Ja. Na, wobei, es geht eigentlich. Irgendwann gewöhnt man sich dran. Finde ich. Es ist zwar anstrengend, aber irgendwann gewöhnt man sich dran. Außerdem spacken die gerade alle voll ab, was ein bisschen witzig ist, ihnen dabei zuzugucken. Vor allem die ganzen Acid-Opfer. Ja. Gibt's nicht bessere Sachen mittlerweile? So erwachte Pflanzen, die besser sind als Acid? Cyber-Acid halt. Also erwachtes Zeug ist sehr teuer. Ich glaube, es gibt irgendwas Besseres, ja. Bliss zum Beispiel, aber... Das ist auf Opium-Basis, ist nicht so toll wie LSD. Nein, ich weiß, was du meinst. Es gibt bestimmt irgendwelche Designer-Sachen, so LSD-mäßig, aber es sind im Wesentlichen immer noch Acid-Opfer. Shrooms, die erwacht sind, die mit dir reden dann sogar, ohne dass du drauf bist. Das wäre gut. Das wäre toll. Ey, ich kleb an der Ledercouch. So, Jojo, hast du mitgehört, ne? Ja, klar, hab alles gehört. Okay, was, der... So, eigentlich deswegen ist das ein solider Bro. Eigentlich ist das ein solider Bro. Das würde ich so nicht sagen. Wieso, der war doch voll nett. Ja, aber nur weil er nett ist, ist der nicht solide. Was definieren wir mal bitte, was solide heißt. Du, das habe ich bis heute noch nicht verstanden, aber... Dann benutzt das Wort doch nicht. Doch, ich meine ist, ich kann dem Typen, um ehrlich zu sein, ich meine, der ist nett und bla, der wirkt ganz gut, aber ich kann ihm einfach nicht hundertprozentig trauen. Genauso wenig wie dem Bullen, dessen Nummer man geben könnte. Also ich kenne es halt noch von solchen, naja... Also ich würde Schleusern, sagen wir es mal so, von 50 oder von 20 Touren, die machen, gehen 19 durch und einen liefern so an die Bullen aus, weil die halt auch mal wieder eine Erfolgsquote brauchen und ihre Routen sauber halten müssen und die Bullen dann mal eher ein Auge zudrücken, wenn die ja zwischendurch immer wieder Erfolg haben, weißt du nicht. Aber gerade weil wir, glaube ich, irgendwie so Kandidaten sind, auch wenn ich das jetzt irgendwie vom Himmel beschreie, aber ich glaube, dass wir tatsächlich so Kandidaten sein könnten, die man dann auch mal ins Messer liefert, weil man von uns theoretisch nicht so viel, also weil wir nicht so wirken, als würden wir großartig Rachepläne üben. Deswegen, Fehler macht man bei dir auch nur einmal. Was? Welchen Fehler? Den Fehler macht man bei dir auch nur einmal. Welchen? Mich zu verpfeifen? Jo, und nicht zu meinen, dass du Rachepläne schnürst, schwürst, pürst. Hauptsächlich mit zu verpfeifen. Jo. Also, nö. Naja, kommt drauf an, mildernde Umstände bei Knarren am Kopf. Naja. Jedenfalls sind wir nicht viel schlauer als vorher. Nee, aber das dachte ich mir fast. Spielt aber keine Rolle. Immerhin haben wir es jetzt gemacht und jetzt haben wir es versucht und wenn es... Es hätte ja auch was Gutes dabei rauskommen können und ich sag mal, wenn alle Stricke reißen und wir gar nichts hinkriegen, haben wir immer noch die Nummer von den Bullen und vielleicht brauchen wir die ja. Ja, wir müssen mal mit Vicky dann reden, was die sich sowieso vorgestellt hat jetzt bezüglich der ganzen Angelegenheit, ob sie eine bessere Idee hat oder nicht. Wir können sie ja mal anrufen jetzt, auch wenn sie uns, naja, vielleicht haut sie uns auch nicht den Kopf ab, aber... Wir schreiben mal Vicky eine Nachricht. Ruf sie mal sie an. Lass erstmal Nachricht schreiben, es ist jetzt nicht mehr ganz so früh. Und du weißt heute den Quinter, ja? Bitte? Textnachricht. Ach so, nein, es ist einfach nur so spät und also guck doch mal auf die Uhr. Ich glaube, so spät ist es noch gar nicht, oder? Ja, wir sind doch. Was du gegen 12 oder so? Da müsste etwas nach 12 sein, denke ich. Ja, kurz nach 12 kann man noch anrufen. Na, also. Die ist doch keine 90. Ey, wenn du mich kurz nach 12 anrufst, Alter, da hau ich dir die Kasse nach hinten, ey. Womit denn? Weiß ich nicht. Dass dir deine Nägel abbrechen. Ich rede jetzt gerade von mir als Spieler, nicht als... Ach so, ja, ich rede in time, weil Billy auch so eine Nachteule ist. Und außerdem, ja, Billy wollte jetzt auf Nahkampf gehen, ja? Ja, ich mache jetzt eine Nahkämpferin aus Billy. Adeptin, ich werde erwachen. Du bist doch schon erwacht.
Ja, doch, nochmal richtig. Das geht nicht. Doch. Okay, cool. Gell? Siehst du, ich sag doch das Gleiche, aber du glaubst mir ja nicht. Nein, es ist nicht das Gleiche, es ist dasselbe. Nein, das also, Gleiche. Nachricht oder Anruf? Also, ich schreibe eine Nachricht, ob Jojo anruft, weiß ich nicht. Was ist der Inhalt? In der Nachricht steht, bist du noch wach? Sehr schön. Du kriegst einen Anruf. Ich? Ja, warte, ich hab's halt. Oh, ich versau das jedes Mal. Sehr schön. Das war jetzt viermal gedrückt sogar, oder? Keine Ahnung. Schlecht, das müssen wir echt noch üben mit dir. Siehst du, White Russian. Um unsere Einzigartigkeit zu halten, weißt du? Hat Flummi überhaupt das Intro gehört? Natürlich. Natürlich. Echt? Wunderbar. Das wäre jetzt aber auch Blutwurst dran. Der einzige Hallo. Deutsche. Achso, Entschuldigung. Nein, tu sag's bitte. Sagt der einzige deutsche Podcast, bei dem der Spielleiter noch weint. Der einzige deutsche Podcast mit den meisten richtig guten Sprachfehlern. Ich bin sehr integrativ. Sollen wir mal eine ganze Session so sprechen? Nee, das hatten wir schon mal in Planung und das ist nicht gut. Außerdem ist es anstrengend, die ganze Zeit zu lispeln. Aber ich lispel doch gar nicht. Vielleicht eher so ein Schlaganfallopfer. Ja. Oh ja, ich könnte mal die linke Seite runterhängen anstelle beide. Bist du Linksträger, ja? Ich, sowieso. Okay, du kriegst einen Anruf von Vicky. Ja, hallo Vicky. Hey, klar bin ich, also nee, nicht klar bin ich noch wach, aber ich muss morgen nicht in den Kindergarten, von daher bin ich Warte noch mal. Wach. Ich nehme mal noch Jojo gerade in den Konf dazu. Super. Huhu. Hallo. Lülülü. Hi. Wollen wir uns irgendwo treffen? Ja. Gut, wo? Schlag was vor. Wo willst du nur hin? Wollen wir ins Shipwrecked? Ach, ist das offen jetzt? Schon lange. Schon lange offen, ja. Echt? Wir waren da echt noch nicht. Ja, dann gehen wir doch da hin, oder? Habt ihr Gut. auch ordentliche Klamotten dafür? Was muss? Nein. Soll ich was mitbringen? Ich glaube, ich habe noch irgendwo eine Augenklappe und ein Kopftuch habe ich auch noch. Kann ich den Ara von dir haben? Den Tukan? Klar. Danke. Ihr könnt euch auch quasi Piratenklamotten selber basteln, das ist auch vollkommen okay. Also so trashig, das ist auch vollkommen in Ordnung. Machen viele. Ich hab noch irgendwo eine Augenklappe. Warum hast du eine Augenklappe? Ich glaube, weil ich mal auf so einer Piratenparty war, vor Ewigkeiten. Du hast doch garantiert wieder auf die Fresse gekriegt und hast ein blaues Auge gehabt, deswegen hast du dann. Deswegen zieh ich mir doch keine Augenklappe auf. Wieso nicht, wenn das Auge zugeschwollen ist? Das ist unangenehm. Ja, es ist unangenehm, aber deswegen ziehe ich mir doch keine Augenklappe auf. Dann kriege ich doch direkt noch eins auf die Fresse. Ich ziehe eine rote Bandana an und einen großen Loop-Ohrring. Golden und ich setze mir den Papagei auf die Schulter. Sehr gut. Ich bringe vielleicht auch noch was mit. Wir können uns ja davor treffen auf dem Parkplatz. In anderthalb Stunden oder zwei Stunden? Anderthalb reicht. Okay, Check. Gut, dann anderthalb. Gut, bis gleich. Tschüssen. Tschüss. Ja. Okay, dann dahin und ich will jetzt erstmal von euch Kleiderordnung hören. Kleiderordnung, bitte. Wichtig. Flummi zuerst. Oh Gott. Na, ein Kopftuch gibt's ja noch so. Holzbein kann sie sich nur AR machen. Wieso? Wir haben doch die Monofilamentsäge. Ja, aber ich krieg so schnell kein neues Holzbein zusammengezimmert. Ach so, schade. Ich könnte mir einfach Maschinengewehr an den Stumpf. Oh, sehr geil. Wir sind aber nicht bei Planet Terror. Würdest du dann bitte aber auch Wenn ich fertig tanzen? Bin mit der Runde, dann ist das ist Moskau eine einzige Terroropferstadt. Ich möchte dann auch Drogen durch eine Gasmaske bitte atmen. Und ich meine nicht Billy, sondern mich. Genau, ja, Kopftücher hat Jojo ja noch. Also Halstücher, die sie sich dann, ne, umdingsen kann. Das ist eine Bandana. Ja. Das habe ich auch schon gesagt. Gott, die hat bestimmt noch irgendwie so eine komische. So eine Art Bluse oder sowas, die man da irgendwie, die Vibes-Stücke da teilweise anhaben. Ah, warte mal, ich weiß doch, wo ich gucken kann. Sag nicht, du hast einen Jojo-Kleiderordner. Nicht für solche Zwecke. Gut. Aber da sie, ja, warte. Genau, oh, kein komischen Hemden, diese komischen Hemden und sowas, das gibt's doch bestimmt. Rüschenhemden. Ich hab doch keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass Jojo ein Rüschenhemd hat. Nee, die Hemden nicht, die gehen viel zu schnell kaputt. Wann ist das so ein Mutti-Kleidungsstück? Was? Also,
Wenn ich das jetzt meiner Perle sage, was du gerade gesagt hast, die haut dir die Kasse nach hinten. Wie soll das mir herkommen? Sag das nicht so laut, Freundchen. Wie soll das mir herkommen? Gut, besser. Wenn die dich hört, dann haut sie dir die Kasse nach hinten. Das werden jetzt unsere armen Zuhörer nicht wirklich verstehen können, was sie wahrscheinlich geflüstert haben. Doch, das versteht man eigentlich immer ganz gut. Also, irgendeine Bluse. Die haben immer diese komischen Blusen an. Weißt du jetzt nicht Rüschen, aber diese anderen Dinger, ich weiß nicht, wie die sich nennen, diese weiteren, weißt du? Ich verstehe, was du meinst. Die aber dann irgendwie immer kurz sind, was auch immer, auf jeden Fall. Sowas und dann. Irgendein Tuch statt einem Gürtel oder sowas? Ja, bestimmt. Hat sie alles. Beinkleid? Ja, ist die Frage. Eigentlich müsste sie sich jetzt einen langen Rock anziehen, aber da hat sie eigentlich keinen Bock drauf, deswegen wird es wahrscheinlich wieder eine Hose sein. Oder so eine Perserhose, so eine Aladdin-Hose da. Geht, so eine, ja, das geht, das ist hervorragend. Der perverse Perser. Sehr gut. Gut. Make-up. Ich will heute ein Komplettpaket, ja. Ach, was ist denn mit dir los? Ich will, dass es dicht ist. Fick dich. Brauchst du nicht, sie ist Pirat, da ist sie schmutzig im Gesicht. Das ist klug. Billy macht ihr Make-up. Das sieht jetzt zum Kotzen aus wieder mit ihr. Einfach Dreck ins Gesicht geschmiert. Hier, du spinnst doch. Wieso? Wir gehen in den Club, nicht in den Kohlenkeller. Aber Piraten sind dreckig. Aber immer noch in erster Linie in den Club. Ja, aber dreckig. Aber in den Club. Die wollten es doch stilecht. Die haben gesagt, mit Piratenklamotten. Hallo? Ich will doch da keinen abschleppen. Das weißt du doch noch nicht. Doch, das weiß ich. Dafür gehe ich in andere Läden. Ah. Okay, passt. Dreck im Gesicht. Ja. So ein bisschen gestellter Dreck. Ja, Billy, mach halt so. Dann musst du aber trotzdem Dreck im Gesicht platzieren, aber so, dass es für dich ästhetisch ansprechend ist. Das ist meine Herausforderung für dich. Das kriegst du bestimmt hin. Jetzt mach nicht wieder so beleidigt. Ich kann aber nicht mit Zickengehabe. Los jetzt. Du kannst das. Schakka. Wow. Jetzt weiß ich nie, wann sie es wirklich macht und wann nicht. Ich glaube, das kriegst du hier nie wieder so gut hin. Ja, das kann sein. Okay, Dus hatte gesagt Bandana und ich hab's vergessen, sorry. Sag mal doch einfach so wie Keira Knightley in Pirates of the Caribbean. Mit der Ausnahme, dass sie nicht so extrem dünn ist. Ausgezeichnet, sehr gut. Jetzt wissen alle genau, wie er aussieht. Ist das nicht wichtig? Schön. Nee. Wunderbar. Das ist dann wieder das Ende der Folge, hoffentlich. Ja. Auf jeden. Danke. Das heißt hoffentlich. Weil es schlimm war. Ja. Oh, Schrampe. Natürlich, das Ende war schlimm. Es tut mir auch leid. Ich möchte mich hier entschuldigen. Und noch ein wenig Wein. Haha, und wieder mal zum Ende der Session muss unser Spieler da weinen. Wir schaffen es immer wieder, wir werden es auch weiterhin versuchen, spricht ja auch nichts dagegen, gefällt uns auch gut. Man wird sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Das wissen wir aber nie vorher ganz genau, wie sich das entwickelt. Wie man auch heute wieder sehen kann, war sehr viel Off-Topic-Geschwafels bei uns dabei, aber wir haben auch nicht an unserem gewohnten Tag gespielt, muss man zu unserer Entschuldigung sagen. Jo, Billy, viel Matrix-Gedöns, hat sich gelohnt im Endeffekt, ne? Also die Informationen sind gar nicht so schlecht, wir haben eine Map, wir haben Informationen, wir haben Leute, wo wir uns dranhängen können, das wird jetzt hoffentlich alles in Jojos Feder geleitet, wie wir uns da weiterentwickeln oder was wir weitermachen, denn Billy kennt sich ja da bekanntermaßen nicht so gut aus. Gutes Gespräch mit dem Typen und den Einhorn-Sirup, den wir gestürft haben, hat sich wohl auch nicht so gelohnt. Jo, wie dem auch sei. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich mach die Folge fertig, lade so hoch. Dann hoffe ich doch, dass ich es noch für Mittwoch hinbekomme und unsere selbst auferlegten Release-Dates einhalte. Und dann bin ich auch wieder glücklich eigentlich. Dann hat sich die Woche schon wieder gelohnt. Und am Samstag bzw. Sonntag müsste unser Trollballerinchen, müsste dann auch die Session 14 sind wir dann, glaube ich. Nee, Session 13 kommt dann. Müsste er fertig bekommen. Weil wir sind ja in Session 12 gerade. Gut. Deswegen weise ich wie immer darauf hin, dass die White Russians unter der Common Creative License Contribution 3.0 laufen. Das heißt, ihr dürft euch gerne Stücke aus unserem Podcast ausschneiden, dürft ihr gerne wiederverwenden. Das Ganze nicht kommerziell natürlich. Allerdings müsst ihr dann ein Label anheften und darauf hinweisen, dass der Kram, der geisteskranke Kram von uns kommt.
Die Lizenz zu Shadowrun gehört der Tops Incorporated in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das heißt, wir haben keinerlei Rechte an dem Namen Shadowrun noch an irgendwelchen Input oder irgendwelchen Sachen von rund um Shadowrun und mit Shadowrun und überhaupt Shadowrun, sondern alles gehört der Tops Incorporated, vertreten in Deutschland durch den Pegasus Verlag. Die Intro- und Outro-Music kommt weiterhin von den Kremlkrauts, also Ivan Ivanovic und den Kremlkrauts, zu finden im Internet und auf soundcloud.com. Hört es euch mal an, die haben viele tolle Sachen. Das Lied, das wir benutzen, ist Deutsches Essen in Russland. Ich verabscheue mich dann hiermit von euch, wünsche euch alles Liebe und Gute, freue mich schon auf eure Comments und auf eure Daumen hoch auf YouTube und bis zum nächsten Mal. Tschüss!